Ja, Serverabsturz. Wir waren kurz offline. Bitte geht nicht alle weg. Bleibt da. Wir sind noch da. Wir sind schon wieder Die da. sind schon alle weg. Die Zahl Sei stimmt schon lange nicht vorsichtig mehr. da Nein, draußen. Kommt wieder. Bitte. Hoffentlich sind wir auch überhaupt online. ja. Warum kannst du nicht so krasse Moves mit diesem scheiß Hammer und wir nicht? Das ist unfair. Drohne töte. Sicherheitsrisiko festgestellt. Bitte warten. Okay, wenn ihr keine Energie habt, macht er natürlich nur einen Sicherheitsmaßnahmen im Schaden. Bitte kommen wieder, wenn der Bereich sicher ist. Wir sind noch sechs. Menno. So. Böser Hammertyp. Kommt alle wieder. Wir sind doch schon wieder da. Manu. Trauriger Rahmen. Noch ein Hammertyp. Drücke Dreieck, wenn du einem Gegner gegenüberstehst, um deine Drohne anzugreifen. Ach so. Drohne! Wir haben unseren Kiesel. Jawohl. Drohne! Und er weiß doch schon, dass du da bist. Egal! Hui! Mann. Und tschüss! Nichts bekommen. Ein Exolift, okay. Okay, kann man irgendwie runterspringen? Da gibt es ein Item. Na, erstmal das Item. Na gut. Aggressionsverstärker! Ich geh kaputt. Ey, du, komm mal rüber! Mein Exo hat keinen Hallo? Saft mehr. Bin eine verdammte Statue hier. Kann kein C krumm machen. Kannst du das ans Laufen kriegen? Mir eine kleine Starthilfe geben? Erst hören wir uns die Nachricht an. Halt, stopp. Jetzt hören wir. Fail-Safe-Protokoll aktiv. Log bei 96 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden. Automatischer systemweiter Reboot eingeleitet. Datenverlustanalyse. Großteil der Cryo-Systeme beschädigt. 27% der Datenspeicher- und Verarbeitungseinheiten melden vollständigen Datenverlust mit geringer Chance auf Wiederherstellung. Lokale vom Netzwerk unabhängige Energieversorgung bleibt funktionsfähig. Wiederherstellungsprotokolle aktiviert. Beschädigte Datensektoren unternehmen temporären Reparaturversuch mit Hilfe analoger Systeme. Kollateralschaden an der Belegschaft als Als extrem. Okay, Kollateralschaden. Die Arbeitseffizienz bleibt stark beeinträchtigt. Alle aktiven personalbezogenen Systeme melden signifikante neuronale Abweichungen. Kann man das jetzt schon als Mobbing werten, nur weil sie tot sind oder nicht mehr laufen können? Eigentlich? Sollten zur Aufarbeitung und Neuverteilung an funktionstüchtige menschliche Ressourcen gesammelt werden. Master Flott, hier drüben. Master Flott. Ja, doch, hier. Nur eine kleine Starthilfe. Bitte sehr. Oh, du lebst doch. Ich dachte, du wärst tot. So, Dude, wer bist du denn jetzt so, ne? Verdammt, ich gib es nicht. Danke. Hab hier so lange gehockt, da ist mir das Sitzfleisch eingeschlafen. Gib es nicht. Oh Mann, ey. Schön. Hallo. Ich weiß nicht, wie oft ich schon den toten Jupp gespielt hab, das sag ich dir. Hab mir ein paar Mal fast in eine Buchse gestrollt. Ich heiß Hobbs, Dean Hobbs. Aber keiner tut mich Dean nennen, dass du das weißt, ne? Hobbs ist schon hier noch. Ich mag ihn. Was treibst du hier unten? Tja, das ist wieder typisch ich, siehst du? Ich bin nämlich Wartung. Hätte den Scheiß dem Werkschutz überlassen sollen. Aber nee, ich denk, hey Hobbs, lass mal gucken, was hier nicht ganz richtig ist. Da denkst du, ich muss bekloppt sein. Wollt mal einen Blick auf die Failsafe-Konsolen schmeißen, gucken, was die so aufgezeichnet haben. Wurde von meinen Kumpels getrennt, aber ich dachte mir, Hobbs, gib jetzt nicht auf, du kannst das schaffen. Und dann ist mein Exo abgewürscht. Abgewürscht. Schätze, du hast keinen Schimmer, was hier läuft, hä? Scheiße, nee, ich weiß von nix. Dacht mir, wäre der Denkkolben in der Kotelettenschmiede gekommen und dann ist er durchgebrannt. Ich wache auf, die Rübe dröhnt wie halb zwölf am Kirchturm und um mich rum sind alle bekloppt. Was ich gesehen habe seitdem, da glaubt mir auch kein Mensch. Also,
Ey, komm, sie haben sich immerhin Gedanken gemacht bei deutschen Synchronsprechern. Das muss man mal sagen. Das ist ja schlimmer als Sacred. Oh, schön. Die Failsafe-Konsolen. Was hat es damit auf sich? Creo hat einige von denen in der Fabrik aufgestellt, um so eine Probleme zu finden und aufzuzeichnen. Bei all dem Kappes, der hier abgeht, ist da sicher eine Menge verrücktes Zeug drauf. Kannst du dir ja anschauen, wenn du willst. Aber meine wilden Tage sind gezählt. Ich hab genug. Wie sieht dein Plan aus? Werd meinen Arsch hier rausbewegen, sonst komme ich noch in Teufels Küche. Denk mal, ich gehe zur Servicestation. Sollte ja sicher sein da oben, nicht? Boah. Bis dann, Hobbs. Pass auf dich auf, Kumpel. Kipp mich nicht außer Latschen. Das ist also Hobbs. Was ist das für ein Akzent? Ich weiß gar nicht. Nein, das mit dem Weste und so, das ist eigentlich berlinerisch. Ja, aber das ist mehr kölnisch. Ja, jetzt überlege ich gerade, ist das berlinerisch? Ist das wirklich so? Oh Gott. So, du bist da. So, ausgeschaltet, bevor sein Kollege zurückkommt. Wo ist sein Kollege? Er hat das gesehen und hat sich entschieden zu gehen. Ach, da. Hallo Wolverine! Aua! Mann! Au! Drohne! Na guck mal, wenn sie aufgeladen ist, dann macht sie schon ein bisschen Schaden, ne? Latsch. Das war also der Hobbs. Das haben wir hier schon nicht. Wie lang ist es her? Minuten? Der Albtraum geht. Stunden? Das sollte man schon wissen. Tage? Dieser Ort geht in Stücke. Ich gehe in Stücke. Man hat mir gesagt, es würde nicht wehtun, dass das alles nach ein paar Minuten vorüber wäre. Aber der Schmerz, als es angefangen hat, ich war wach, es grub sich durch mein Fleisch, bohrte sich in meine Knochen. Das scheinen sie mit allen so zu machen. Ich kann die Maschine immer noch hören. Entscheidend, immer aber noch fühlen. Und ich hab geschrien. Aber wer macht so ein bisschen freiwillig, wenn er weiß, dass er solche Schmerzen anhalten muss? Ich glaube, das wissen die nicht. Die haben bei uns auch behauptet, wir wären betäubt. Nein, deswegen ja. Hier ist übrigens das Viech reingeplumpst. Ja. Was von der Decke. War so komisch orange spinnartig. Bitte. Bitte. Oh. Falsche Richtung. Nicht anvisiert. Bist du Davy? Brauchst du unsere Hilfe? Ich denke eher, dass Davy hinter der Tür ist. Na gut. Stellen Sie so jedes Mal einen neuen Gegnertypen vor. Stand beim letzten Mal dann auch ein Name da? Ja. Ja. Alter, weißt du, ich mach so einen Schlag und einfach Batsch. Hälfte des Lebens abgezockt. Da. So, hier kann ich. Ja, ja. Oh, können sie machen. Also 25. Bitte. Nein, das beim letzten Mal nur Arbeit da, so da stand. Weißt du? Kann auch sein. Kann mich irgendwer hören? Ja, warte. Das ist eine Falle. Ja. Shit. Nein, noch eine Falle. Wo sind sie? Ach, da! Ja. Sag was. Bist du okay da oben? Ich bin nicht oben. Ich glaube, er hat unseren Kopf. Danke. Hallo. Ernsthaft. Dachte, ich müsste hier drin verhungern. Kein Plan, wie lange ich noch durchgehalten hätte. Also, lass hören. Was ist deine Geschichte? Ich bin Davy, Mann. Arbeite am Fließband für die Raketen. Bin hier reingerannt, als die ersten Freaks aufgetaucht sind. Hab stundenlang nicht gemerkt, dass die Tür kaputt war und ich feststecke. Weiß nicht mal, wie lange ich hier drin war. Das weiß irgendwie keiner, wa? Irgendeine Ahnung, was hier los ist? Meinst du den ganzen Scheiß hier? Keine Ahnung, Mann. Nicht meine Gehaltsstufe.
Irgendwas hat das System zerlegt, so viel ist sicher. Hat mir den verdammten Neurolink gegrillt. War wie ein Trip in den Kopf von einem anderen. Erinnerungen, Gedanken, aber nicht meine eigenen. Hier läuft irgendein kranker Scheiß. Mehr weiß ich nicht. Also, was hast du jetzt vor? Kein Plan, Mann. Ich bleib nicht hier draußen, kannst du einen drauf lassen. Geh vielleicht zur Servicestation, sollte ja sicher sein, richtig? Bis dann. Hau rein. Bye, bye. Die letzten Stunden verbracht. Oder Tage, weiß nicht, wie lange der jetzt hier war. Ja, guck mal, das da, das ist reingestürzt. Nur halt, das war halt orange und so. Okay, haben wir jetzt einen Zivilisten befreit, gerettet. Ja, spannend, ob wir irgendwann wieder auf dich stoßen. Ich meine, den Hobbs würde ich schon nochmal sehen. Ich nicht. Ach, der war doch lustig. Ah ja, okay, da ist der Hobbs. Geht's jetzt noch irgendwo lang? De la Monk. Okay. Was? Schreibt okay. Vielleicht auch mal gleich wieder da. Hallo, Sir. Wow! Okay, er lässt sich einfach durch nichts abbringen, dass er angegriffen wird und sonst irgendein Scheiß. Mistvieh. Mann! Ach, hier. Ausrangierte Sicherheitsausrüstung. Das finde ich gut. Hallo? Ja, sind Sie denn? Ich blocke! Nope. Gut. Das war das. Muss ach, guck mal! Ah, hallo. Hallo. So froh, dich zu sehen, Mann. Yo, Mann. Ja, sind gerade gestorben. Gar nicht gut. Ich brauche meine Medizin. Echt übel. Es ist Stunden her, Mann. Ich schaff's nicht ohne. Ach, guck mal, jetzt halt wird sogar pausiert, wenn man spricht. Ja. Was brauchst du denn so? Was sind das für Medikamente, die du brauchst? Ist ein Implantat. Nennt sich Modaxinol. Ohne gehe ich vor die Hunde, Mann. Das letzte Mal, dass ich da raus bin... Na, du weißt, was passiert ist. Es geht mir übel. Echt jetzt. Ich werde versuchen, es für dich zu finden. Du weißt nicht, was mir das bedeuten würde, Mann. Ernsthaft. Danke. Ich weiß ja, dass ich viel verlange. Ich meine, wer will freiwillig da raus, stimmt's? Bitte, Mann. Ich will nicht krank werden. Wie das, Hobbs? Du und Hobbs, kommt ihr klar miteinander? Puh, weiß nicht, Mann. Er wollte mir nicht helfen. Ist nur mit sich selbst beschäftigt. Ich meine, wenn er es wäre, der seine Medizin braucht. Ich meine, ist nicht so, als wäre ich hier Melo oder so. Ja, du wärst aber auch nicht gegangen. Ja. Ich muss los. Vergiss mich nicht, okay? Ich zähle hier auf dich. Ja, ja. Wir haben es geschafft, Kumpel. Tut gut, dich zu sehen. Ja. Und dass du mir nicht denkst, ich vergesse, was ich dir schulde. Hab das hier gefunden, ist deins, wenn du willst. Hilft dir vielleicht. MK2! Nice! Danke! Du hast schon Davy getroffen? Hast du Davy getroffen? Jo, kann nicht behaupten, dass ich den mag. Wollte, dass ich sein Medikamententüch besorg. Klar, hab ich nie gesagt. Mann, war der sauer. Der ist bekloppter, als ich dachte, wenn er denkt, dass ich wieder da rausgehe. Irgendwelche Schwierigkeiten unterwegs hierher? Nee, war ja um die Ecke. Und ich hab den Kopf unten behalten. Das Schlimmste sollte jetzt vorbei sein, nicht? Ah. Kopf unten behalten kann ich auch. Warte mal. Okay, hast es wohl eilig. Oh, Verzeihung. Hallo, Mr. Payne. Hallo. Moin, wie ist das Spiel so? Bisher macht es sehr viel Spaß. Also, wir haben unsere helle Freunde bisher dran. Ernsthaft? Wow. Brauchen nur noch 3000 Altmetall. Ist doch nice. Nice, nice, nice. Noch immer nice, nice, nice. Noch immer schönen die Tag, Vibes. Warren. Falsche Richtung. Ja, ich war nicht dabei. Jetzt musst du rechts. Ja, und dann links. Und da kommt gleich direkt ein Hammer. Guten Tag.
Ich bin voll der Hammer. Naja. Lockdown aktiviert. Mia ist lustig. Aua. Bitte komm wieder, wenn der Bereich sicher ist. Ja, darf ich jetzt zumindest kämpfen? Nein, darfst du nicht. Ich will auch so eine Hammer-Move haben. Du kannst husten, du kannst pusten. Willkommen, Warren. Ah, nee, jetzt wieder willkommen, wa? Da brennt einer vor deiner Tür. Das sind die Weiber, sagt er. Das sind die Weiber. Und du sagst, der Bereich sei sicher. So. Wo ist unser Altmetall? Du musst jetzt einmal hier runter. Ja. Dann da rechts. Bam. Sehr nice. Schaden, 22 Schaden. What? Und adieu. Aufheben. Wir machen so viel Schaden mit dem Hammer. Wir können nichts mehr abtrennen. Einfach nur. Oh, was? Manche Drohmodule benötigen Energie, um eingesetzt zu werden. Ja. Okay. So, und jetzt musst du. Rechts, ne? Links, glaube ich, oder? Was ist denn hier mit dem Hammer, Guys? What? Ja, hast du das gemacht? Einfach, ja, eins hinter ihm. Also nach vorne, wie du es gesagt hast. Ah ja, okay, also wirklich einfach. Tja, das tut weh, Wolverine, wa? Das tut weh. Hat aber keine Ausdauer mehr, das hat auch weh. Das tut mir ja weh. Au. Aho! Ha. Reflexartig geheilt. Mit völliger Absicht. Natürlich. Das heißt, du kannst zum Beispiel nur normal anvisieren und hast gar kein direktes Körperteil anvisiert. Ja, ich wollte jetzt erstmal schnell unseren Links. Jetzt da lang. Rechts, denke ich. Hier um die Container. Hinter dir. Da hoch. Ah. Ja, wie gesagt, also das Spiel macht uns bis jetzt sehr viel Spaß. Es ist halt doch anders als normale Souls-Spiele. Oder ist die Souls-Spiele halt generell. Es erinnert ein bisschen mehr an Bloodborne, weil wir so schön Straven ausweichen können. Auch wenn wir halt so einen fetten Hammer schwingen. Oh Gott, das ist noch ein zweites. Ja. Au. Okay, hier ist eine andere Waffenwahl eventuell. Oh, der hält ganz schön viel aus. Ah! Ah! Hui! Au, au! Nein! Okay, die sind schon ganz schön mächtig. Ja, vielleicht brauchen wir da wieder doch eine andere. Doch, wir da unsere Motorklinge auspacken. Motorklinge! Wie lange sind jetzt meine Dings drin, die Baguettes? Jetzt so 26 Minuten, aber halt ohne Vorheizen. Wir helfen gern. Drin. Die haben nie unter einer halben Stunde gebraucht. Ja, aber... Da siehst du. Ich hätte ja auch immer geguckt. Ja, deswegen sage ich es ja nur. Immer diese Kritik. Das war keine Kritik. Kritik. So, was sind wir hier lang? Hey, Dude. Auch wenn es keine Kritik war, gebe ich zu, dass die Welt erhält. Sehr gut. Bye bye. Sehr schön. Noch gleich so weit mal hin, ne? Okay, man kann nicht reden, er kommt doch. Und tschüssi. Der Arsch. Oh yes. Oh, das hat doch nochmal so viel Schaden rausgelöst. Ah, warte ich. Zwei nicht, Level 7.
So. Mann, ja, an der Kiste vorbei, ich hasse das. Alter! Mann, ich bin da sogar ausgewichen. Ey, er hat dreimal seinen Sprungangriff gemacht, ich habe dreimal gedrückt und ich habe dreimal hat er mich trotzdem getroffen. Habt ihr auch Dark Souls oder Souls gespielt? Ja. Ja, wir sind als Souls-Veteranen alle Souls-Titel gespielt. Und hallo MudBrain87 GT. Hallo. Wir haben alle Souls-Teile gespielt, haben Dark Souls 2, Dark Souls 3 und Bloodborne auch hier Let's Played bzw. gestreamt. Und Lords of Fallen haben wir auch schon in Let's Play und gespielt, fanden wir damals nicht so gut. Wir spielen auch Nioh gerade. Und kleinere andere Titel wie zum Beispiel Salt and Sanctuary oder Dark Mouse wurden auch schon gespielt. Ja. Also wir sind so, wenn irgendwas Souls-artig ist, dann schauen wir uns das mal genauer an. Was allerdings keineswegs heißt, dass wir Profis sind. Das stimmt. Also erwarte jetzt hier keine Level 1 Run und die Bosse einfach ohne Schaden platt machen und so weiter. Wie man sieht, wir sind ja schon gerade wieder gestorben. Ich würde empfehlen, diese Kreatur da oben einfach das Altmetall zu nehmen und dann abzuhauen. Die scheint doch momentan noch sehr mächtig zu sein. Oder probierst du natürlich einfach mal mit dem Schwert, ob das vielleicht besser ist. Piu, piu, piu. Okay, sie schießt momentan nur zweimal. Bäh. Schnauze. Ah, oh, das okay. Hat... Nicht richtig? Ja. Geh doch direkt nach links. Aber pass auf, der Hammer-Typ kommt. Oh, okay, es kommt der sofort. Ja. Das war jetzt ungünstig. Au! Das könnte jetzt sehr böse enden. Wenn nämlich der zweite Wolverine auch noch kommt. Okay, ein Wolverine aus. Ach, der New. Naja, war ja klar. Ey, das mit dem Unwissen klappt echt. Ah, ja, ist gegangen. Klappt echt nicht so ganz. Sieht man den. Hat leider den Kopf nicht, okay. Ich glaube, wir haben den Rhino-Helm, haben noch gar nicht das Schemata. Warum noch, Manu? Ich bin selber zu meiner Stufe runtergerutscht. Heil dich mal mit Energie. Jo. Da lang, ne? Ja. Und dann wieder mit dem Lift nach oben. Ja, vorläufiges Fazit ist sehr spaßig. Flottes, schönes Kampfsystem. Viele coole eigene Ideen. Ich mag besonders die Charakterentwicklung, die nicht über Statuswerte stattfindet, sondern über die... Ist es? Hinter ihm. Müsste es sein. Da hinten. Ach da, Bye! Have a great time! Er ist runtergefallen. Damn you! Hallo! Nun schauen wir uns oben um! Wo er noch so ein zweites Video auf uns wartet. Ja, aber nehmen wir nicht jetzt meine. Obwohl wir haben 4000. Sollte vielleicht versuchen runterzukommen und zu rennen. Überlebe ich den Fall? Nein. Okay. ja. Story ist so bla. Ja. Interessantes Setting, aber. Oh Gott, da lang. Aber ja, alles was ein Souls eigentlich haben muss, macht's ziemlich gut. Ja. Ach, da wäre dann unser richtiger Weg. Geradeaus, keine Ahnung, wo es da lang geht. Nee, wo ich gerade lang wollte. Oder weiß ich nicht. Da waren wir noch nicht. So. Benötigst du Hilfe, Warren? Hammer aufrüsten! Jo, ne? Ja. Machen wir. Oh.
Oh yeah. 62 Schaden. Und hier, wenn wir genug hätten, könnten wir die auch gleich nochmal aufrüsten. Hm. Sollen wir bei der Rüstung? Haben wir auch genug für die Rüstung jetzt vielleicht? Ah! Das ist die Frage. Lohnt sich das oder kriegen wir bald noch bessere Sachen? Ich glaube, ich bin da so klassisch eher bei den Waffen. Sehr cool, ich bin mit Dark Souls eingestiegen und lade mir gerade Lords of the Fallen runter. Ja, Lords of the Fallen fanden wir beide nicht so stark. Ja. Wobei, ich sag mal so, ich habe eine Review auf unserem Review-Podcast und so weiter Kanal auf YouTube gemacht. Und da war es auch so, geht 40 Minuten, ich habe 20 Minuten Positives gesagt und 20 Minuten Negatives. Also es war so zwiegespalten. Lords of the Fallen waren es ehrlich gesagt einfach zu leicht. Und zu langsam. Und verbuggt. Ja gut, ich glaube, das wird heutzutage hoffentlich behoben sein. Aber es sind dieselben Entwickler und also das hier gefällt uns beiden persönlich viel besser. Ja. Ja. Machen wir die Klinge noch oder erstmal? Ich will noch warten. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Sie versuchen uns immer noch zu töten. Check das mir. Ja. Nochmal. Zuschlagen. Er wollte nicht. Na gut, der Bonusschein war trotzdem da. Na. So, na gut, dann. Na, probieren wir jetzt die Robos oder probieren wir jetzt da lang zu gehen? Geradeaus, nicht da. Hm? Oh, Einmal will ich den hier doch erstmal weg haben. Ja. Das sah aus wie Katana-Geist. Ja. Na, das waren die am Anfang, ne? Die wir getroffen haben. Könnte sein. Nice. So. Hi, you guys. Wie sie einen an mit der Drohne draufballern. Vielleicht kommt nur einer? Jawohl. Nein, nein! warte! Wir wollen doch. Okay, dann hier. Ach, das ist ein Stab. Stabwaffe, okay. Wow! Fuck. Es sind Ninjas. Sagen Sie mal. Ach! Das wäre zu schön gewesen. Wir sehen die Waffe an. Ah! Ja, mach ich dann meinen zweiten, ich will erstmal einen. Damn. Ich geh jetzt einfach nochmal probieren und dann, wenn du gegessen hast, bist du einfach dran. Nö. Muss ich noch ein bisschen auskühlen. Ach, Lords of the Fallen war ein PS Plus. Ah! Achso, ja, also wie. Ja, dann machst du auf jeden Fall. Ja, dann ist gut. Wieso hast du mich jetzt sofort bemerkt? Au! Ja, bei mir sonst auch immer so. Ich muss gerade irgendwie in den perfekten Winkel gelaufen sein. An deinem Arbeitsplatz sein. Schnauze, Mia! Liebe Durchsage, warum duzt du uns eigentlich? Tja. Das weiß Liebe Durchsage wahrscheinlich selber nicht so genau. Möglich. Gefunden. Hey, Dude. Hoi. Au. Wieso können wir nicht so eine Moos? Ich muss sagen, hier ist es aber mehr als bei Souls dieses Gefühl, dass wenn man kurz nicht gespielt hat, man sofort total raus ist. Habe ich bei Souls weniger als hier. Weiß so. Aber nicht genau, wo es liegt. Ja, das ist ja auch cool, dass man einzelne Körperteile anvisieren kann. Ja, sich. Wow! Hat er auch geschossen? Ja! Ich hab einfach gerade einen Schocker gegeben, ich war gestunt. Schuft. Arsch! Ja, und dass die Charakterentwicklung halt komplett darüber stattfindet, dass man sich Sachen abschlagen muss. Da, siehst du? Verbessern. Boah!
Uiuiui. MG Negotiator. MG Gorgonarmodul. Okay. Ich glaube, ein komplettes Set trägt man sowieso erst wieder am Ende. Alter! Aber das finde ich ein bisschen doof, wie spät das meistens auftaucht, wenn du was freigeschaltet hast. Ja, aber Alter, was hat das schon wieder für einen Schaden gerade? Auf einmal, Dutch tot. Ja, also auf jeden Fall sehr viel schwer als sonst sofort. Oh ja. The fuck, ey. Da müssen wir wirklich mal auf unsere Rüstung achten, ey. Ach, guck mal. Ich glaube, wir haben noch verhalten. Stealth Kill. Magma ist verwirrt. So gut. Oh, die sind einzigartig. Ah. Okay, dann gucken wir nochmal jetzt. Da ist eine Schwäche. Ein Helm, würde ich sagen, ne? Noch holen, versuchen. Ja. Guten Tag. Piu, piu, piu. Oder eine Brustrüstung. Ah ja. Und dann Körper. Okay, danach ist aber die Ausdauer leer. Auf. Oh. Oh, Alter! Okay. Aufzeichne ich erstmal die Rüstung. Mano! Okay, jetzt stelle ich mich tatsächlich irgendwann. Der sogar hier den Ninja macht. Au. Kann ich dir. Ach Mann. Jetzt hing ich da dran. So. Boah! Brustmodul. Meist gesucht. Das war unter Einsatz von allem. Ist wirklich ein bisschen zu stark geworden, manchmal, um Sachen abzutrennen. Da ist der Hammer da. Wie lange streamt ihr heute? Wahrscheinlich so bis 2. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Erst einen Ruck-Podcast aufnehmen. Und morgen habe ich Frühdienst, deswegen geht es jetzt nicht so ewig lange. Ewig lange. Mal 75. So. Ist jetzt hier noch was? Ah, zu ja. Prio One. Achso, jetzt geht das wieder los. Nicht autorisierter Zugriff. Okay. Kann auch gerne mal eine andere Waffe zeigen, ja. Was ist das hier eigentlich?
Mhm. Ah, können Sie ja mal ausprobieren. Ist natürlich jetzt vom Schaden her deutlich niedriger. Hat aber, denke ich, Potenzial. Okay, also müssen wir wahrscheinlich bei den Viechern lang, was? Noch links noch. Rumspammt. Spam, spam, spam. Meine Mutter spammt. Warum denn? Wegen Vaterpark. Ah, und Ärztegedöns. So, wo lang? Hinter dir. Links. Nun. So, naja. Rechts. Links. Was da? War hier nicht. Wir haben doch schon einen Typ gerettet. Ah ja, okay. Alles klar, wir müssen. Ah! Oh. So, probieren wir nochmal unseren Kampfstab aus. Ist natürlich nicht aufgerüstet. Was sehen wir denn an? Oh, ach, nehmen wir wieder den Kopf. Okay, man muss wissen, wann man aufhören muss, aber. Nicht schlecht. Oh, oh. Oh! Nice. Aber gefällt mir jetzt so grundlegend ganz gut. Mhm. Rhino-Kopfmodul. Das ist gut. Haben wir noch nicht gehabt. Hallo! Nehmen wir mal die Schwäche. Okay. Einfach ausgerissen. Ja, why not? Gefällt mir gut. Mhm. Haben wir hier schon? Mhm. Ach, ah, ja. Ja. Ja, Na, immer weiter noch nach links. Rechts. Rechts. Links, Mann. Ja, aber. Jetzt rechts, ja, aus. Soll er noch lang? Weiß ich nicht, da waren wir noch nicht. Ah. Au. Au. Future Antras. Oh ja. Suicide. Ach, commit suicide. Do not commit suicide. Okay. Das ist ein Befehl. Okay, hallo. Au! 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 Huch! Schwein! Das ist eine Schusswaffe. Da. Nee. Ah. Dann ist unter einer Schusswaffe. Ja, sind Hammer als Schusswaffe benutzt. Oh. Ha! Noch benutzt die Heilung. Okay. Ja, hier, damit hat er gefeuert. So. Ich würde den Stab gerne leveln.
Können wir machen, ist schon nass. Das hat nicht funktioniert. Also kein direktes Körperteil anvisiert. Ja, aber den Backstep habe ich immer gemacht, wenn ich für nichts anvisiert habe. Ja. Nein! Man schlug mich. Der Schusswaffentrick hat mich zu sehr geschwächt. Der war schon mies, ja. Warum können wir das nicht mit unseren Hammer machen? Damn, 26. Komm jederzeit wieder. Ist schon eine Menge. Vielleicht geht's auch nur mit dem Hammer. Ich glaube, ich stand gerade ein bisschen zu weit weg. Kann sein. Ach. Ja, man hat natürlich nicht die Wucht wie mit dem Hammer. Hä? Ach, ich war schon auf der letzten Heilung. Ach, mach mal was trotzdem noch. Bis die Gefährdung vorüber ist. Dies ist keine genehmigte Pause. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Startlevel 2. Diese Hunde heute, was ist denn los? Ich weiß es nicht. Weil die Leute hier bei mir in der Umgebung haben auch alle ihre Hunde nicht im Griff. Weil sie nämlich nicht wissen, wie man einen Hund erzieht. Das ist natürlich doof. Und mit ihren Hunden lieber reden und ausdiskutieren, warum sie jetzt nicht machen, was sie wollen. Oh, ich häng fest. Oh, Ecke. Ich häng fest. Und nur noch eine Minute neun. Hallo Manhunter, hi Leute, und wie ist das? Sehr gut, bisher. Ja. Ich muss unsere Rüstung bekommen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, schönes Level-Design, schönes Fortschrittssystem über Implantate und die Ausrüstung statt über Statuswerte. Ja, Gegner-Design bis jetzt noch etwas unabwechslungsreich. Aber wer weiß, ob das sich nicht schnell noch ändert. Der erste Boss war ziemlich cool, weil es nämlich nicht so ein Standard-Hau-drauf-Boss war. Das stimmt. Ja. Ich muss halt einzig bisher ist wirklich so, dass die Story halt so blas, aber das habe ich ehrlich gesagt auch nicht anders erwartet. Alter. Ja komm, greif an, greif an. Okay, das ist der Scheiß. Ja, sag ich ja, blocken ist. Das ist jetzt nicht wahr! Nein. Mann! Und jedes Mal, wenn ich angegriffen habe, hat er auch angegriffen. Das war genau immer zum selben Zeitpunkt. Nein. Mann. Mistvieh, ey. So, ich schreibe mich mal jetzt kurz ran. Ja, so 900er Ding. Ah, damn. Hm. Wollen wir ihn noch zusammenkriegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Na gut, immerhin schon mal Stufe 2. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Ja, ja. Ja.
Du leidest mich, ne? Ja. Ist ja nicht die ganze Zeit so zusammengezuckt. Rechts. Ah ja. Au. Damn. Ah! Oh, eine Salve. Links! Ah! Ja, ich bin irgendwie komisch. Lassen Sie mich? Na. Ich geh wieder. Mann. Ah. Oh Mann. Ah. 7.070. Da schon wieder! Mann! Nono Runne! Hier komme ich aber nicht so schnell vorbei. Sicherheitsrisiko festgestellt. Bitte warten. Ja, ja. Ey! Ich habe sogar X gedrückt, um nach vorne zu schnellen. Ich wusste es! Nein, Steven! Ja! Nur weil ich versagt habe, musst du nicht auch versagen. Ach, das ist doch... Mann! Leck mir weg, ey! Was ist das Zeug jetzt? Oh, ja, links. Da. Hallo! Jetzt! Fickt euch alle. Das nur, weil ich zu stur war, eine Stufe runter zu springen. Och! So! Und zurück. Kopf ab. Oder so. Gibt es hier vielleicht eine Abkürzung? Schrotthaufen aus Metall. Schön. Was ist da los? Haben Sie Gewehre? Ja. Wieso haben Sie Gewehre? Wir haben Lasergewehre. Warum haben Sie Lasergewehre? Ich würde auch versuchen, zu den Leuten mit den Lasergewehren durchzudringen. Da ist ein neues Exoskelett, vielleicht. Hm. Ha. Okay. Nun. Wow! Boah! Penner. Ja, komm so mit nach oben. Bein ab.
Kerle. Au. Peng, Drohne! Die Fresse. War noch nie aufgefahren. Ist egal. Was ich cool finde, ist, dass die Animationen, also dass es Animationen gibt für die einzelnen Bewegungsphasen, in denen sie gerade sind. Ja. Dass es nicht einfach so ist, du schmulst einfach automatisch die ab und der Gegner steht plötzlich so, sondern dass jetzt er gerade so angeflattert und dann so geblockt. Erledigt. Wo geht es dann hier zurück? Tag der Herr. Und sie sind wirklich tot. Ich wollte nur mal testen. Man kann ja nie sich. Wenn sie kein Exoskelett haben, ist nichts zu befürchten. Achso. Stuhl Alex. Hallo! Herr Marine! Kuckuck! Ich glaube, es dürfte hier eigentlich nicht zurück zum Anfang gehen, so rein logistisch. Das war ein Abgang. Nö, ob. Hey, du da? Da? Drohne! Er verspürte ein leichtes Kitzeln unter seiner Rüstung. Sie mögen es nicht anzugreifen anscheinend, wa? Gut. Haben wir jetzt auch nichts dagegen. Keine unsympathische Eigenschaft. Ja, aber ich bin der Angreifer von uns. Wirklich? Ja, Gott, ich komme mit Treppen doch nicht so klar. Hilfe! Ah. Achtung, wenn er dich einmal richtig gut trifft, dann... Drohne! Ja, das hat gesessen! Au. Bam! Bitch! So. Aber ich muss sagen, mittlerweile bin ich ganz froh, dass CI Games die rausgeworfen hat und sie nicht Lords of the Fallen 2 entwickeln durften. Ja. 60. Ja, so können sie etwas komplett Neues machen und... Ja. Erschütterungsmodul, Drohne schleudert und rammt den Gegner mit großer Kraft. Bam. Das ist gut. Peng, voll auf die Fresse. Was hast denn du für eine Waffe? Ach, du bist Wolverine, wa? Hallo. Au. Ja, aber es könnte auf Dauer so ein kleines Manko werden, ähnlich schon wie bei New. Es hat halt nur 5 Waffentypen. Das Spiel. Waffenkettigkeit. Stab Level 4. Ja, aber gucken. Da gilt es dann halt, uns in regelmäßigen Abständen neue fordernde Gegner zu geben. Zu geben. Ja. Okay. Alles umsonst. Aber wenn wir es zurückschaffen, können wir unseren Stab auf Level 3 bringen. Mhm. Und die Kernenergie ganz schön hoch boosten. Mhm. Also schaff es zurück. Ich versuch's. Irgendwo muss eine Abkürzung sein. Früher hätte ich gesagt, sonst esse ich in der Zeit dein Baguette. Aber das darf ich nicht mehr. Obwohl ich gesehen habe, die sind, also wenn dann alles wieder so ein bisschen in Regel drin war, die sind gar nicht so schlimm. Da gibt's deutlich schlimmere Sachen. Mhm. Also 4 sollte ich nicht mehr essen davon, aber 2 sind in Ordnung, wenn der Rest des Tages. Okay. Geht's auch noch runter? Klar ging. Also ist so von den Broteinheiten... Wenn ich sie abtrenne? Hallo, Irina? Irina? Das bringt nichts. Wofür zum Teufel habe ich euch in Stücke gehackt, hä? Hallo?
Also ist von den Broteinheiten her auch nicht schlimmer als zwei Brötchen. Vielleicht, wenn ich's. Letzte Treppe. Obwohl, bisher waren nicht so many Treps. Oh Gott. What are you? Why are you shouting at us? Okay, ja, ich brauche das einfach nur. Alter! Oh Gott! Verreckt doch einfach, Mistvieh. Ich habe das Gefühl, soll ich noch nicht lang gehen, ne? Zur ja, Abkürzung. Ich möchte gerne, dass du zurückgehst. Kann ja hier, wir müssen ja hier eh gleich wieder herkommen. Geh doch einfach den Weg, du gekommen bist, wieder zurück. Nichts. Wofür zum Teufel habe ich euch ein Stück gegeben? Ich will 10.000! Aber ich habe jetzt... Irina! Hallo! Scheiße, nicht schon wieder! Nein, 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 nein. Du kannst dich gleich verpissen. Ich schwör, ich... Wir sind lebendig. Hey, wir sind Startbuddies. Hey, du bist normal, oder? Ja. Jedenfalls halbwegs. Was soll das heißen? Wir sind voll normal. Das dachte ich, du wärst einer normal. Dieser Psychos. Bin heute schon in ein Dutzend von denen reingelaufen. Sieht man. Irgendwie gerate ich immer an die falschen Typen. Okay, keine Ahnung, was das über mich sagt, denn mir kleben die auch am Arsch. Das erste Mal seit Tagen, dass ich lächle. Danke. Ich bin übrigens Irina, gelernte Ingenieurin und, wie es aussieht, geborene Überlebenskünstlerin. Wir auch. Rollstuhlfahrer und Bogner. Ja, dieser Lager hat es endlich geschafft, uns den letzten Funken Menschlichkeit auszubrennen. Aber vermutlich sind wir die Glücklichen. Sind nicht tot umgefallen. Es sitzen noch alle Schrauben fest. Zumindest noch. Suchst du irgendwas? Wir sind neugierig, wie? Bin nur dabei, was zu finden, das mir hilft, ein bisschen länger am Leben zu bleiben. Einen guten Stab, wie dein. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand eine gute Tracht Prügel braucht. Das würde mich interessieren. Du kannst meinen haben? Das finde ich ganz spannend, dass die darauf reagieren, was man für Ausrüstung hat. Ja. Oh, ich will nicht meinen Stab abgeben. Ich kann ja, lass mich helfen erstmal sein, oder? Ja. Ich schau, was sich machen lässt. Ah, mein Ritter in strahlender Rüstung. Nein, ich könnte mir selbst besorgen, weißt du? Aber wo du es mir anbietest? Oh. Also, was soll das mit dem Stab und allem? Könnte dich das Gleiche fragen. Rumsitzen und Däumchen drehen ist einfach nicht unser Stil, denke ich. Ich konnte diese Schmelzroboter nie ausstehen. Hatte immer ein Auge auf die. Sogar vor diesem Scheiß hier. Wird Zeit, ihren Notstopp zu drücken und sie endlich zu verschrotten. Wenn wir einen neuen Stab finden, können wir ihn dir geben. Ja. Können wir den Stab jetzt wieder herstellen? Ja. Ja. Weil das Ding ist, wir kriegen ja keine Waffen ansonsten. Ja. Aber ich würde ihn herstellen, weil der unsere ist schon aufgerüstet. Ja. Ich sollte jetzt besser los. Und gerade als wir anfangen, uns kennenzulernen. So sind unsere Helden. Ja. Immer dämlich. Ja. Wir sind hier nach unten. Könnte das vielleicht eine Kürzung sein? Ah, oh, guck mal, wen ich gefunden habe. Neue Stab-Buddies. Ja. Also wir wissen schon mal, wo wir den Stab nochmal herbekommen. Don't go to the Stab-Buddies. No, no. I don't go to the Stab-Buddies. So, hier drin haben wir irgendwelche komischen Roboter, die gefallen mir auch. Oh Gott, nein, 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 lass mich du in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Du siehst gefährlich aus, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Och, hier sind ja auch noch die Viecher. Okay, sind überall diese komischen neuen Roboter. Soll ich echt den ganzen Weg zurückkommen? Ja. Also je näher du rankommst, desto leichter wird es sich zurückzuholen. Ja. Aber eigentlich sind es ja... Ich hab doch die ganze Zeit X gedrückt, wie blöde! Mann! Drohne!
tot. Da liegt was. Oh Gott, oh Gott. The stakes are getting higher. Pass auf dich auf. Ich glaube, sie machen die Zeit nicht an der Menge fest, sondern an der Entfernung. Weil er hat noch schon mal 3 Minuten. Ja. Nein! Mann! So! Gut gezielt. Ich kann mit großen Stäben halt nicht so umgehen. Au. Nein. Lassen Sie mich. Oh Gott, falsche Heilung. So, now rechts. And again rechts. Rein? Also aus. Naja, ich meinte hier um die Ecke. Oh. Run. Ah. Vorsicht. Das sind sie schon? Ja, hast du. Okay. Puh. 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 Nein. Oh Gott. Au. Ja, das wollte ich von dir. Springen. Der ist ja. Retreat in den Raumen. Der ist Retreat bis 10.000 Altmetall. Ei. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz. Halt die Fresse. Bin ich aggressiv? Wir können den Stab nicht herstellen. Die wollen unseren Stab. Die kriegen unseren Stab aber nicht. Okay, dann müssen wir da noch ein paar Mal draufhauen. Oder wie? Also bei den unten, die wir jetzt da gesehen haben. Die Stabtypen. Wahrscheinlich, guck mal, die stehen genau da in der Nähe von ihr. Ja, dann ist jetzt halt die Frage, unseren Aufwerten wäre da jetzt wahrscheinlich riskant, ne? Aber ich gebe ihr den nicht. Ich kann mich noch aufwerten, ich gebe ihr den nicht. Okay. Ich würde sagen, wir geben unseren Stab ihr, töten die Viecher da unten und holen uns einen neuen Stab. Aber unser Stab ist schon aufgehört. Ich würde jetzt erstmal die töten, gucken, ob wir einen. Ja, und dann, aber wenn die tot sind, haben wir keine Chance mehr. Wir sind einzigartig. Naja, dann können wir unseren Stab immer noch geben. Dann haben wir gar keinen Stab. Naja, aber andersrum, wenn wir jetzt einen Stab geben und dann drauf bauen, dass wir von denen unten einen kriegen. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, dass wenn wir keinen haben, wir automatisch einen kriegen. Oder ob es halt so ist, du kriegst einmal einen und dann ist gut. Naja, eigentlich müssten wir das Schema ja noch kriegen können. Theoretisch. Na gut, erstmal wieder da ankommen. Sei vorsichtig da draußen. Es gibt ja keine Waffenschemata. Es gibt keine Waffenschemata. Wir haben noch keine einzige Waffe irgendein Schema bekommen. Stimmt. Nur wenn wir, wahrscheinlich, wenn wir Waffe nicht haben und dann denen die Waffe nehmen, dann haben wir die Waffe. Na gut. Versuchen wir es. Ja, wenn ich. Können wir die zwar nicht. Au. Können wir die zwar nicht mehr aufrüsten. Ne? Weil wir haben. Ja, wir haben die Mark 1 Dinger nicht. Wir haben den genauen Verbrauch. Ja. Dann kriegen wir schon wieder.
Nun, dann nicht. Oh Mann. So, also erstmal dich hier, damit du nicht reingrätscht. Hätte ich auch backstemmen können, fällt mir gerade ein. Aber das wäre zu einfach. Au. Ich prallere das ab. Was ist denn jetzt los? Was, du bist gestorben? Er schmiss mich in die Luft, haute von oben wieder drauf und dann war ich tot. Nicht konzentriert genug. Nee, im Moment ist wieder so. Mal anfällt, wir können, glaube ich, jetzt einfach... Ja, wir können ein neues Beinchen reinmachen. Ich stelle mir noch so ein Armmodul von dem Linksding her. Ein linkes Armmodul. Boop. Operator. Warum? So, jetzt haben wir gesamte Linksrüstung, ne? Brust, links, rechts, Kopf. Alles. Kriegen wir jetzt einen Z-Bonus? Trägst du das gesamte Linkset, erhöht sich deine Angriffsgeschwindigkeit, solange du über volles oder fast volles Leben verfügst. Okay. Schön. Das sind nur Rüstungsschemata, die wir haben. Oh, wir können die Gorgon-Brustmodul haben sogar. Und die letzte Stufe davon kostet 36.000 Altmetall. Nicht schlecht. Oh, ich würde mal sagen, Gorgon ist dann die nächste Ziel, ne? Ja. Bitte, weil, vergiss nicht. Ja, ja. Sicherheit bei der Arbeit. Wir haben jetzt von Gorgon Brust und Arm. Achso, ja, zwei mal. Also Bein und Kopf. Wir helfen gern. Versuchen wir den Bein da unten. Drohne! Treffer! Ja, was man in Let's Plays manchmal vielleicht gar nicht so mitbekommt, als wirklich so, wir beide haben immer bei jedem, wenn wir so lange Souls-artige Sachen streamen, haben wir immer so unsere Phasen. Durchaus. Jetzt bin ich gerade in meiner, ich renne gegen einen Gegner, den ich schon 50 Mal besiegt habe und sterbe. Danke, Mr. Payne, im Übrigen für den Follow. Danke sehr. Und herzlich willkommen in unserer wunderbaren Community. Bein ab. Ist schon weg. Aber trotzdem danke. Das heißt, er kommt bald wieder. Ich muss er nochmal zuschlagen. Ich mag diese Wolverine-Viecher einfach nicht. Nee, Energieheilung. Vergessen. Ach, hallo. Oh, was ist denn hier? LTZ-Video. Kann man das im Koop zocken? Nein. Nope. Sonst würden wir es tun. Ja. Aber ich finde, es sind eben auch diese Spiele, ihr gehört halt einfach kein Koop rein. Ja. Das würde irgendwie den Sinn des Spiels nehmen. Aber gerade sind wir irgendwie beide. Bist nicht da. Würde irgendwie den Sinn des Spiels ein bisschen untergraben. Aber das empfinden wir halt generell bei den Souls-Spielen so. Wie der andere sehen es ganz anders, dass genau das der Spaß ist. Ja. Das ist natürlich beides legitim. Verstärktes Rohr. Das ist ein Stab. Also er hat ja gesagt, einen besseren Stab.
Oder? Gut, aber wir hätten immerhin einen Ersatzstab. Richtig. Ich glaube, der Stab, den wir hatten, der hatte auch ursprünglich nur 21. Eigentlich hat er, glaube ich, Waffenskalierung Mittel. Das heißt, er wird bei den Aufrüstungen besser. So wie ich Waffenskalierung jetzt einfach mal verstehen hier. Wenn das Rohr sehr niedrig hat. Ja. Hat also nicht so hohes Potenzial. Wie unser Sterbelein hier. 18 Zuschauer immerhin. Ja, jetzt sind gerade unsere futuristischen Wochen. Prey und The Search. Ja. Wenn wir damit durch sind, können wir Neo und Mass Effect und Horizon und Witcher alles ansehen. Ich meine, hey, das Sommerloch kriegt dieses Jahr ganze 2 Monate. Ja. Das ist doch schon mal was. Müsst ihr eigentlich dann die ganze E3-Woche frei oder wie ist der Plan? Mal schauen. Je nachdem wie. Ach, ich hab ihn vergessen. Je nachdem wie die anderen Schichten sind, also wie ich. Ach, Kacke! Jetzt kommt der natürlich! Ihr habt wahrscheinlich auch DS2 und DS3 gezockt, oder? Ja. Natürlich. Und Bloodborne und Dark Souls 1 und Lords of the Fallen. Ach man, du bist nervig. Und Dark Maus. Und Sword and Sanctuary. Au. Ich war noch gerade in der Finish-Animation, das war unfair von dir. Lass mich in Ruhe jemanden finishen, wenn ich möchte. Ja. Also ja, wir kennen uns in dieser Art Spiel ganz gut aus, aber wie du gerade live beobachten kannst, heißt das nicht, dass wir herausragende Spieler sind. Allerdings sind wir jetzt auch schon seit ein paar Stunden dabei. Mein Ist Dark Souls 2 leichter als Dark Souls 3? Ich sag euch. Ich glaube, dass wir in Dark Souls 2 öfter gestorben sind, oder? Ich glaube auch. Das liegt allerdings, also Dark Souls 2 macht mehr über Masse statt Klasse. Ja. Also Dark Souls 3 ist herausfordernder von den einzelnen Gegnern und Bossen und Kämpfen her. Dark Souls 2 überwältigt einen halt oft mit Unfairness und massig an Gegnern. Also von daher, ja, vielleicht. Dark Souls 3 wird ja von vielen als der leichteste Teil angesehen. Aber wir hatten in Dark Souls 3 dafür sehr viel mehr, ja, angenehm herausfordernde Momente. Ja. So, Irina. Na. Du willst also einen Stab, ja? Netter Prügel. Irgendeine Chance, dass ich mal ran darf? Aber dein Gesicht war es absolut wert. Hast du gesehen, wie ihm alles entgleist? Ja, ja. Unter den Zyklopaugen hat man es nur nicht gesehen. Ja, und auch der Mund war so. Hier. Was, wenn ich dir sage, ich hab, was du brauchst? Dieser Satz ist normalerweise das Vorspiel zur Enttäuschung, aber hey, ich bin für alles offen. Zeig her, was du hast. Vielleicht mal. Dann gehen wir ins versteckte Rohr, oder? Was ist mit diesem Rohr? Gut genug? Wohl kaum. Nein, nein. Hoffe bloß, das war ja, nicht dein ganzes abrufen. Arsenal. Ich will nicht, dass du dich verletzt. Dann viel Glück. Ich muss los. Lustig. Immer wenn die Sache anfängt, ernst zu werden. Was denn? Was hast du denn? Scheiße, hey, geschrieben. Solltest du mir nicht einen Stab besorgen? Ja, wir haben ja einen. Was, wenn ich dir sage... Dieser Satz ist gut zu wissen, danke, seid sympathisch. Danke. MG Novitiator. Nun, der hier kommt mit bester Empfehlung von Kreos Werksschutz. Ein schlagkräftiges Argument in jeder Verhandlung. Oh, Junge, du machst mich glücklich. Du hast was gut bei mir. Nett zu sehen, dass nicht alle Ritter ausgestorben sind. Ich sollte jetzt besser los. Und gerade als damit hat sie jetzt schon 3 schlagfertige Argumente. Begeben wir uns. Guck mal, den Stab jetzt sogar wirklich den neuen jetzt ausgerüstet. Na, jetzt wir mit einem genießen Ohr wir den Aufenthalt in unserer Klapse? Ich bitte gebt uns einen neuen. Und gerade als wir anfangen, uns kennenzulernen. Hilfst du uns vielleicht gleich beim Kampf gegen die da? I don't think so.
Damn you! Drohne! Ich hab's vergessen. Ich weiß, your weapon. Daneben. Oh Gott, er hat einen Hammer, weg hier. Nein. Einfach geblockt. Ja, die können das. Wir nicht. Hey, Rina, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Guck mal. Nö, mach du mal. Ich bin noch zu erschöpft von deinem langen Stab. Oh ja, das bist du. Das bist du. Ja, das war ein Finisher auch noch durchkriegen gegen die. So, aber beim rechten Bein lag, ne? Okay. What? Was hat er mich gerade getroffen? Er hat so gemacht. Und es macht einfach 100 Schaden. Du hattest nur 50 Leben. Ey. Das war jetzt nicht so überrascht. Ja, aber es ist doch so scheiße, dass einfach mit einem Angriff einfach dusch, tot. Was ist so ein Kack? Ihr könnt ihr euch auch mal abkühlen. Wir helfen gern. Ja, aber wenn wir den Stab kriegen sollten, hätte ich es halt gern dafür. Weil den finden wir ja beide cooler, oder? Also Klinge ja. Oh Gott, oh Gott. Obwohl sie mit die brutalsten Finisher hat. Ja. Obwohl ich das mit dem Hammer auch schon sehr brutal finde. Ja, das stimmt. Oh, wenn wir da enden mal echt eine blöde Abkürzung hätten, das wäre so schön angenehm. Ja, wahrscheinlich wird es nicht hinter den beiden sein, ne? Wahrscheinlich. Das könnte auch so passen vom... Ja, ja. Au. Diese Sprungwaffe. Miep. Ach, scheiße. Ich dachte, ich krieg's durch. Klinge baut halt natürlich auch nicht so viel, so schnell Energie auf, ne, wie ja. Der Hammer. Ja, deswegen, ich will mich jetzt hier gerade schon mal einspielen. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, gegen die gleich könnte es... Natürlich praktisch werden, ja. Aber irgendwie bin ich gerade echt so überhaupt nicht... Nee, überhaupt nicht. Musst du jetzt noch kommen? Ja! Hallo! Du siehst aber lecker aus, meine Klingen. Warum pinkst du wieder Heide? Ich klinge nicht in der Heide. Ich klinge, wie ich nur mal klinge. Ich klinge hart so klingelig. Au. Mein Klingen. Noch 1 Minute 46, beeil dich! Ich weiß nicht mal, wo es ist. Ich hab den Überblick verloren. Einfach dahin, wo die Irina ist und dann die Treppe runter. Au. Ich gebe dir meinen Hammer und werde dich in den Boden stampfen. Oh Gott, ja, ich dachte, ich... Ah. Hallo, hallo! Was hier? Links lang, da um die Ecke denn. Vorsicht, ich komme gleich geschossen. Au! Und der Hammer noch. Nimm das! Runter nach unten. Hier lang, runter. Also jetzt rechts. Die Treppe runter. Die Irina ist nicht mehr da.
Vielleicht haben wir sie gerade oben bei uns übersehen. So. Und da liegt unser Altmetall. Lass uns mal schnell gucken, wie hier irgendwer hinterherkommt. Nee, anscheinend kommt keiner. Ja, das war überragend, Benni, wie ich hier angekommen bin. Natürlich. Bin sehr optimistisch. Ja, ja, ich auch. So. Also ich glaube, der gibt auf jeden Fall, der kann auf jeden Fall die Waffe geben. Wir schaden das einfach mal, das ist abartig. Müssen wir echt mal unsere Rüstung upgraden? Da würden wir so viel Schaden kassieren. Ja. Mann. Ja, ich habe, muss erstmal einen loswerden. Sonst. Tun wir auch. Ja, ist egal, ne? Ich versuche jetzt hier den erstmal wegzukriegen. Bruder, wir werden angegriffen. Lass ihn uns auf unsere Ninja-Art platt machen. Jo. Ja, ja, die Klinge funktioniert gut. Oh Mann, ey. Ah. Vielleicht ist er woanders gucken, ob vielleicht woanders eine Abkürzung ist. Auf. Wo können wir denn noch lang? Da, wo die ganzen Roboter sind. Ja, noch einige Wege. Ja, na, oder oben da lang erstmal bei Irina. Das geht auch noch. So, fick dich. Kann ja sein, dass wir da gerade auslaufen mit meiner Abkürzung sind. Kann sein. Hm. Au! Macht nichts, nur angebumst. Mann! Ah! Ich muss hier runter, damit auf jeden Fall die Viecher aufhören zu verfolgen. Ja, beim roten Gang könnten wir noch gucken, ob das eine Abkürzung ist. Oder hier halt. Sondern ein Lebensgefühl. Hallo? Hier bist du nicht einfach irgendwer. Du bist jemand. Ach, der wieder. Jemand Wichtiges. Bei Creo geht es. Creo ist mehr als ein Job. Warum lasst ihr unser Elektro-Stab aus? Oh, ich kann da nicht raus. Okay. Und was den Urlaub angeht. Was, wenn ich euch sage, den liegt hier jede Woche? Richtig? Alter! Kann man irgendwas hier nicht so viel Schaden machen? Nee. Okay. Oh, ja, ah! Wie wäre ein Spaziergang an der Seine im schönen Paris? Oder was ist mit einem Besuch? Also schön von hinten ihn angreifen. Ganz genau. DTS. Würde ich repariert. Eure Wünsche. Er liegt 2 Wochen ohne. Ach, Mann! Wo kommst du jetzt her? Die Tür da hinten. Oh! Ehe das! Mistvieh! Natürlich machst du auch wieder endlos viel Schaden. So, und dich kann man blocken. Arschloch. Creo ist nicht nur eine Firma, sondern ein Lebensgefühl. Hier bist du nicht einfach wieder zurück. So wundert mich, dass ich mal das hier erinnere. Das ist guter Herr. Hämmer sind jetzt nicht die beste Waffe für Hinterhalte. Nun, das war ihr Kopf. Yay. Okay, Leute. Hier ist Benberg, also hört zu. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es aus Recycling rausgeschafft habt. Nö. Ob ihr mich überhaupt hören könnt. Ja. Aber wenn, dann trefft mich an der Fernzügestation. Passt auf euch auf. Ich werde warten. Alles klar, Jean. Zusammen können wir das schaffen. Jo.
Alles klar, schön, Benjamin. Bis später. Böses Mistvieh. Es ist doch. Man könnte mal aufhören, immer dieselbe Scheiß-Taktik zu fahren. Immer müsste man was anderes machen. Aber sie klappt auch ganz gut. Ja, aber es nervt. Hier auf dem Kopf. Bam. Kass euch, Wolverine-Viecher. Abkürzung. Alles klar. Dachte, die Holzkisten würden zumindest einen Schuss abfangen oder sowas. So. Ja. Kommt der berühmte Sprint-Move des Hammerträgers. So. Zur Lift. Sag mir jetzt nicht, du gehst nach oben zu den Robotern. Zu den Kampfläufern da. Hallo? Kraftregulator an. Ah! Wo zur Hölle bin ich? I want a map. Ja. Give me a map. Please? Wo? Was? Hier ist ein Exolith. Wo führst du hin? Förderzentrale. Ah. Hier waren wir noch nicht. Glaube ich. Ach, hier sind wir. Okay. Interessant. Deswegen, wir haben uns noch gar nicht umgeschaut. Was ist denn hier so? Aha, aha. Stand auch in dem einen Test drin, dass es so verwinkelt, die Welt so verwinkelt und geil aufgebaut ist, dass sich der Tester erstmals in einem Souls-like-Spiel wirklich eine Map gewünscht hätte. Okay, das führt also hier lang. Hier ist klar, du weißt, merkst ja, dass ich jetzt schon nichts mehr mitkriege von dem, wie die Welt aufgebaut ist. Und nächstes Mal werde ich alles vergessen haben. Alles. Ja, ja, ich weiß, ich muss eh wieder alles mehr merken. Es ist, ich bin in überall voll der Orientierungstrottel, außer in der eigentlichen Souls 2. Das konnte ich aufschlagen. Ah! Führt uns das jetzt irgendwo hin, wo wir schon waren? Please, pretty please? Pretty please? Ah, Gott. Was? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es führt uns auf die Treppe, wo wir... rechts. Nee, ach Gott, oh Gott. Yay. Shoot me. No. The pain must go on. Fast too. Da. Ach so. Ich glaube, wir bewegen uns gerade konsequent vorwärts in der Geschichte. Schnauze. Nun. Ja, ja. Man hänge die Teile auf zum Trocknen, damit man sie später wieder zusammenfügen kann. Ja, ja. I think this is Evina's place. Maybe. Früher place. Ich öffne eine Tür. Und sie führt... Ah. Ja, wir sind halt in einem neuen Bereich. Wir sind jetzt im Recycling. Fuck. Oh Gott. Schnauze. No hope. Okay, ist auch nicht weiter. Hier geht's noch irgendwo nach oben. Hey, Dude. Oh, ich kasse diese Rivalry-Viecher! So. Locken in the Dude.
Und vielen Dank auch Vito das für den Follow, auch wenn der auch schon weg ist. Dankeschön, Vito. Ich glaube, wir müssen das wirklich mal so ein Ding machen, was das einblendet. Okay. Viele gehen bestimmt auch, weil man das dann nicht würdigt. Ich warte immer noch bei den Fernzügen. Das ist schön für dich, Ben. Ich will versuchen, mich zu den alten Biolaboren durchzuschlagen. Lass uns doch bitte erstmal uns hier zurechtfinden. Ich hoffe, da ist es sicherer. Und in diese Tür? Aber ich gehe nicht ohne euch. Oh. Ich weiß, Recycling und die Abfalllager sind ein finsteres Loch. Aber sobald ihr da durch seid, wird es besser. Gleich zwei natürlich. So. Oh, drei Wolfram-Legierungen MK2. Das ist schön. Das ist ja ein Brückenstatus. Was? Warnung! Kanalbrücken im Recyclingbereich werden ausgefahren. Okay. Ist das der Fahrstuhl von ganz am Anfang? Kannst du deine Injektion wieder auffüllen? Oh, meine Injektion kann ich auffüllen. Cool. Okay. Onwards to the Fahrstuhl. So, warte, da ist Brücke. Was machst du? Du bist. Den Teil kannst du. Welche Tür denn? Ja. Haben wir noch das da? Mit den angesetzten Überstunden verlassen sich meine Leute mehr und mehr auf ihre Implantate. Aber ihr Verhalten wird zunehmend unberechenbar. Der Zeitplan sollte nur vorübergehend sein. Jetzt sind es schon Monate und keine Atempause in Sicht. Ich mache meinem Team keine Vorwürfe wegen der Implantate, aber die Nebenwirkungen werden immer deutlicher. Es gab sogar Schlägereien. Und manche von den Jungs benehmen sich schlichtweg seltsam. Wir werden richtige Probleme kriegen, wenn nicht bald was getan wird. Und ich werde dafür nicht verantwortlich sein. Komm schon. Sei der Richtige. Oh, du kommst von unten, das ist nicht gut. Oder? Oder? Ich glaube. Wo führst du jetzt hin? Bitte sei richtig. Gott. Komm nicht mal mehr zurück. Wir kommen halt wirklich nicht zurück, weil wir so eine Plattform runtergehüpft sind. Natürlich. Dem Moment, wo der Angriff erfolgt, merkst du natürlich, Moment, da ist was. Aber du musst erstmal einen gewissen Schaden anrichten, um überhaupt von lange zu können. Aufzug. Den haben wir schon gesehen. Aber warte mal, wir haben jetzt ja da irgendeine Tür geöffnet. Das da vielleicht? Nee. Ja, nee. Ist klar. Lauf du mal deine eigene Falle. Ist ganz toll von dir. Für dich. Doch lieber die Falle lang. Oh Gott. Da war ja auch der Orientierung verloren. Hallo? Falle? Warum gibt's noch so viel zu erkunden? Ja, überall. Ach, die Tür hat eine Kanone. Haben sie alle Kanonen hier? Ja. Ohne Breitseite. Und so ein Roboter, wa? Ja, natürlich. Und der würde schon bestimmt an die Kanone jetzt gehen, wenn ich mich hier bewege, wa? Naja, kommt immer hin.
Du schon mal weg. Au! Bye! Das halte ich von euch Wolverine-Typen. Was? Bluthund, Waffe erhalten. 2-händig. Sehr hoch. Niedrig, mittel. Oh, unser Hammer hat einen sehr niedrigen Hörer. Okay. Man schlägt halt so wie der Hammer ein bisschen schneller. Hm. Aber aktuell halt noch deutlich schwächer. Ja. Interessant, okay. Merken wir uns mal. Guck mal, ein Audiolog. Warum glaubst du mir nicht? Keine Ahnung. Du hast die Leichen gesehen, aber ich habe gesehen, wie er es gemacht hat. Warum sollte ich mir das ausdenken? Die anderen haben ihn auch gesehen. Es ist bloß ein Typ. Es ist immer das Gleiche. Die Körper zerstückelt, fehlende Gliedmaßen. Weiß Gott, was der mit denen macht. Ich weiß ja, diese Liberator-Sache ist Jahrzehnte her. Aber was ist, wenn er zurück ist? Was, wenn er nicht nur ein Märchen ist? Was, wenn er real ist? Was, wenn dieser ganze Mist wegen ihm passiert ist? Okay. Pretty please. Pretty, pretty please. Moment, rot ist gut. Und Schlüssellänge 2. Toll, wir sind hier. Ja, aber ich meine, haben wir das schon mal. Wir haben schon mal eine Abkürzung. Hier, wir gehen jetzt nochmal rüber und gucken, ob wir da eine andere Abkürzung finden. Oder gibt es da eine? Hier, oder? Personalankunft? Ja. Nee? Ja, lang. Ach, geradeaus. Kann auch hier runter gehen. Ja, ich glaube, hier ist nichts Bekanntes. Schön, so. Dich zu sehen. Doch! Oh! Sie war die ganze Zeit vor unserer Nase. Wir haben 8000 Gedünse. Da kann also auch noch rund. Naja, wir konnten ja aber hier durch die Tür nicht durch. Wir haben jetzt also die Abkürzung von. Nee, aber wir waren ja vorhin bei dem Roten. Ach so, ja, ja. Wir haben gesagt, ah, hier sollen wir noch nicht lang. Ja, 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 ja. Okay. Huh. 30 Kernleistung, sehr schön. Stimmt, wir können schon lange was ändern. Gesundheit wiederhergestellt 10%, Gesundheit wiederhergestellt über 3 Sekunden. Wir hätten doch mal 3 weitere Heildinger. Ja. Oder halt was mit Energie. Das ist Gesamtenergie, ja, zum Beispiel hier Energieverlustrate oder Energieverbrauch minus 10%. Aber finde ich schon Sequenzen hier. Das hier war es, Energie plus 20%. Das wäre ziemlich praktisch. Das wäre ziemlich gut, ja. Okay. Piep.
Wir können unsere Rüstung upgraden, theoretisch. Ja. Wir haben Exogerüst MK1 nicht mehr. Das ist alles MK1, also können wir das alles upgraden, oder? Aber das ist ja alles Herstellung gerade. Ups. Hier. Ah, gut, hier ist MK2. Ja, das ist halt die Frage, ob wir das noch hochbringen sollen oder ob wir noch auf eine andere Rüstung jetzt warten. Ja. Ich meine, so richtig Schaden kriegen wir halt nur von den besonderen Gegnern. Ich glaube, dass das dann so krass was ändert. Von 10 auf 14. I don't know. Auf 51 Schaden geht jetzt hoch. Wenn wir MK1 hätten. Müssen wir das vorige Gebiet ein bisschen erfahren. Ja. Theoretisch. Lassen wir es mal noch. Aber wir können noch mal. Metall. 1500! Hm. 13 Stück haben wir davon! Ui! Eine müsste reichen davon. Ja. So, Kehrleistung 31. So, wir rücken wieder aus. Pass auf dich auf! Mach mal! Keine Sorge! Okay, da geht's also auch noch runter. Ach, hier ist nur ein Item. Ja, es sollte aber erstmal das Ziel sein, jetzt hier oben alles irgendwie. MK2 Wache und Legierung. Gut, bye bye. So. Also wir haben jetzt noch das bei den Robotern. Ja. Und die zwei Typen da unten, von denen wir vielleicht einen Stab kriegen, mit dem wir, denke ich, besser gegen die Roboter ankommen. Das könnte durchaus sein, ja. Weil er in dem Schaden machen wird. Fickt euch, ihr komischen Respekt. Wolverine-Viecher. So. Hallo? Ich meine, ist der Weg jetzt kürzer. Oh ja. Jetzt können wir es auch von mir aus probieren. Feuer! Ja, komm, schieß. Alter! Das hat echt gerade geblockt, kann das sein? Mhm. Ah, es war halt immer die nötige Energie weg. Mann! Kannst du das blocken? Ja, einen haben wir was. Falscher, oder? Ja, ich brauche die Energie, um den Körperteil abzuschlagen. Ja, dann mach das doch beim zweiten. Ich will jetzt mal einen Tod kriegen und dann versuchen, das bei dem zu machen. Jetzt hat er mich natürlich gerade erwischt mit seiner scheiß Fernkampfkacke. Oh. Na gut. Dann so. Töte ihn! Das könnte sogar klappen. Töte ihn! Bam! So. Jetzt der.
Hast du mich gerade einfach getreten? Ja, das Knie ins Gesicht gerannt. Ey! Was soll denn der Scheiß? Einschlag, 89. Ich hasse sowas. Na, weißt du den Weg? Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Links. Darunter. Ja. Ich hätte gedacht, rechts. Geradeaus. Ich bin aber auch schon senden. Da rechts. Rechts. Geradeaus. Rechts. Lift. Whee! Rechts. Wolverine Clown. Gashan, Gashan! Mach dich fertig! Au! Wo kommt der Hammer her? Boah. Du schlägst nach da und sein Körper fliegt nach da. Ja. Okay. Das war ja vorhin auch, als ich zu dem da runtergerannt bin mit den Klingen. Mit den Stäben meine ich. Aber also, er hat mir voll ins Gesicht gehauen und ich bin einfach die Treppe runtergeflogen. Ja. So. Yay, Altmetall. Also. Give us the stop, please. Oh, da war ja jemand, den habe ich gar nicht gesehen. Die hätte auch wirklich aus dem Kombo-Schlag sich einfach rausboxen können. So. Nee. Nope. Kein Stab. Den haben wir abgegeben. Das ist schon ziemlich mies. Den geilen Stab kriegen wir nicht mehr. Was ist für Musik hier auf einmal? Ja. War's auch. Ha. Huh. Strange. Hm. Ja, das war der Stab. Hey, dafür haben wir Irina bestimmt gerettet. Denk doch eh nur ans Ficken. Ist das schlimm? Ein so plumpes Ja. Die war auch sehr sympathisch, fand ich. Au. Au. Hör auf mich zu verprügeln. Ich verprügel aber gerne Menschen. Das ist meine Lebensbestimmung. Hier, nimm dies. Nicht so schüchtern. Ich verprügel gerne Menschen. Das ist meine Bestimmung. So, jetzt bist du schön langsam. Hey, warum gehst du raus? Er lebt 2 Wochen Urlaub in weniger als einer Stunde mit BTS. So ist brav. Und jetzt werde ich dich töten. Ja. Au. Diese Schmerzen sind unerträglich. Ich werde mich jetzt hier reparieren. Oder auch nicht. Verarscht. Ha, 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 ha. Jetzt repariere ich mich aber. Nee, doch nicht. Aua. Mein Hauptprozessor. Haben wir jetzt eigentlich... Na, wir können da nach oben gehen, theoretisch, aber warte, bevor du gleich hier hochgehst. Hier war jetzt nichts. Jetzt gehen wir raus hier nochmal durch das Tor. Das da? Hm? Das da. Links lang. Oh, warte mal, kannst du einschlagen? Nee, okay. Da war noch nicht, hier links. Was? Blocke mit L1 und R hoch oder runter, um hohen oder niedrigen Angriffen auszuweichen. Aha. Greife nach einer erfolgreichen Block- oder Ausweichaktion an, um einen Konter auszuführen. Ach, weil sie so diesen Schlitzer machen. Ach, man muss auch noch sagen, von wo man blockt. Deswegen werden wir manchmal einfach getroffen. Anscheinend. Genau, wenn auf normaler Ebene wäre das wahrscheinlich jetzt sowas gewesen, dass man hätte sich ducken können. Nein, falscher Kram. Ich muss auch alle Menschen töten. Das ist meine Bestimmung. Ich finde es nicht nett, dass sie mir ihren Hammer ins Gesicht schlagen. Doch nicht. Habe ich gehört. Ha, ha.
Aua. Doch. Ob wir diese Implantate mal verkaufen, dass er schaffen kann oder was? Natürlich. Und so viele von dem manchen schon doppelt so. Okay. Ist er jetzt hier lang? Ach, so ein Gegenstand, okay. Ich hatte schon kurz die Befürchtung, dass er weiter gegangen ist. Ein Vitalbooster mal wieder. Ja klar, weil wir könnten jetzt ja all unsere Implantate nur auf diese Vital-Dinger machen und hätten halt einfach endlos viele Heil-Items nach dem Motto. Hier sieht's ja guschelig aus. Schönes Graffiti. Und so. Ja, ja. Na? Nix. Störe die Kisten. Schleudere dich dagegen. Der Shisha-Freak schreibt Müll. Müll, zurück. Guten Tag. Was haben wir hier schon mit? Der kommt durch diese Ecke. Wir wissen ganz genau, der kommt durch diese Tür. Oh, halt, die beten da gerade irgendwas an. Betet ihr den Cola-Automaten an? Wir haben hier diese Zeichnung, oder? Ha. Töne die Drohne! Hui! Oh, der hat eine Rüstung an. Wir sehen Teile an, oder? So. Verspielen. So. Einfach was zerfallen lassen. Sammel's auf, sammel's auf, sammel's auf. Piu, piu, piu! Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Hey, hast du mich gerade angegriffen? Nee, das war meine Drohne. Oh, kannst du dir mal rausholen? Ich muss sie verprügeln. Guck so, diese Manöver will ich machen. Wissen, ich mag meine Drohne sehr gerne. Boah, aber der hat mich angegriffen. Das ist sehr gemein. Au! Nein, nicht mein Schädel! Nicht mein Schädel! Scarab-Kopfmodul. Scarab-Kopfmodul. Interessant. Neue Rüstung. Scarabeus. Scarabeus, Carabeus. Scarabeus, Carabeus, Carabeus. Nehmen wir doch mal hier erstmal das rechte Bein. Piu, piu. Ich werde angegriffen, aber bin ich der Hohepriester? Oh, warte. Der wird sterben! Wolverine-Hohepriester? Der Wolverine-Hohepriester! Au, 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 au! Nein, das ist mein Bein! Das, ich weiß, das ist Force! Ah. Gar auf Bein, Modul. Jetzt brauchen wir noch Arm und Brust. Was möchtest du von ihm haben? Arm oder Brust? Wenn er mich mal. Arm. Ich nehme den Arm. Okay. Weil er mich nicht zur Brust lässt. Darf ich ja gar nicht backstabben. Ah! Aber er kann surprisen. Blitzangriff. Haha! Wir fallen Scarab-Verein. Wir können Blitzangriffe. Gerade noch so genug. Nein, 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 nein. Au. Blasphemiker. Sehr schön. Scarab-Armschutz. Bein, Arm und Kopf haben wir. Das ist ja mal einzigartig. Das wäre doof. Wir hatten schon mal davor jemanden, der habe nicht geschafft, den Kopf abzuhauen. Hm. Sie beten kotzende Aliens an. Sieht aus wie Mickey Mouse so ein bisschen. Mit den Ohren. Ja, das ist eher so ein Frosch. Ich habe das jetzt oben als die Augen gesehen. Das geht natürlich auch. Das Schwarze ist der Mund und die kotzen. Stufe 70. Boah. Ich glaube, wir sind in die richtige Richtung. Können wir weiter? Dach, wir können die Tür aufmachen. Alarmbesucher, bitte betreten Vorstellungshandlung erst Sicherheitsberechtigung erhalten haben. So. Wir haben noch keine Sicherheitsberechtigung. Ah! Oh Gott. Merken, hier ist eine Tür. Ja, ja. Das merken wir uns. Halt links. Da war noch was. Da.
Führung. Unser Experten der Resolve Chemikalienraffinerie Uhr, um die effekte Komposition zu gewährleisten. Okay. Das ist also noch hier lang. So. Dann würde ich, glaube ich, jetzt mal probieren, zu den Robotassen zu kommen. Robotasse. Na, weil da hinten sind wir jetzt überall gewesen. So, hier links allein ins neue Gebiet, ne? DTS bereist ihr jeden Ort auf der Welt. Genau, einmal da oder du gehst in den roten Gang halt nochmal entlang. Also da, geradezu die ganze Zeit. Achso. Auf der anderen Seite. Also jetzt dann da rechts. Geradezu ist unsere Abkürzung. Halt, schauen wir nochmal zurück. Na, hier geht's, sind wir rausgekommen. Nein, sind wir nicht, das ist was anderes. Sicher? Hier ist Recycling. Ach, okay, Entschuldigung. Hier ist das Recycling, wo wir rauskommen, okay. Map, map. Kisten! Ach, ein Audiolog ist hier. So viel zur Hilfe. Es ist schon über ein Tag und immer noch nichts. Sie antwortet nicht, wenn ich sie kontaktiere. Es wird schlimmer da draußen. Die Geräusche machen mich fertig. Ich kann sie immer noch hören. Die Schreie haben aufgehört. Das ist ein Segen. Aber da sind andere Laute. Okay. Ich habe einen Typen gesehen, der war in fürchterlicher Verfassung. Aber er schien zu wissen, was er tat. War auf dem Weg Richtung Vorstandsebene. Vielleicht hätte ich hingehen sollen, wie sie gesagt hat. Okay, das ist die Abkürzung. Mhm. Wir sind jetzt in den Robotassen. Zu welchen Robotern? Nein, stopp. Zu welchen Robotern willst du? Die vierbeinigen Robotasse. Ach. Wenn wir ganz einfach geflohen sind. Willst du jetzt gegen die antreten? Nein, dann hätten wir das auch mal abgehakt, weil ich glaube, dass das nur einfach ein Gang ist. Aber wir sind ziemlich heftig. Ja, aber wir sind auch heftiger geworden. Ja, wir haben noch so viel zu entdecken und so. Na ja, gut. Lass mich Robotasse bekommen. Hinter dir. Fuck. Hallo. Hallo. Eigentlich Irene hier? Nee. Irene ist nicht da. Ja, erzählt, sie ist ja auch eine Kämpfernatur, die ist irgendwo, um irgendwelche Roboterplatz zu machen. 32, sehr schön. Haben wir eine blöde Medizin-Hand von dem Typen? Wie es immer so sagt, so, schönen Tag, Warren. Aua! Immer werde ich getreten. Level 9. Nice. Das hat wirklich all mein Können mit der zweiten Waffe erfordert. Oh ja. Ach ja, da war der Dean. Aha. Das ist irritierend, dass sie nicht weggehen. Bäh. Bye bye! Und. Das ging schief. Aber er ist tot. Bye bye! Kaputt! Ah! Lassen Sie mich! Niemals! Ich gehöre zu den mächtigen Wolverines! Sehen Sie, sind fast gestorben! Aber ich bin ein Wolverine, ich heile mich einfach wieder. Sehen Sie? Die Flammen sind meine Heilung? Bestimmt! Ah! Uiuiuiuiuiui. Och Mann. You are dead. Very, very dead, dead. I'm tired. No, you're dead. Yes, I'm dead because I'm tired. No, you're dead. Just dead, not tired, dead. Wir feiern ohne Sorge, es gibt kein Morgen. Wieder. Nein, es gibt kein Morgen. Whee! Fuck you all, I go to the robots and will die there. Yes, not by you, but by the robots. Ow!
That's how you got me. Bye. Da erinnere ich mich einmal an einen Weg und werde prompt mit Tod bestraft. Tja. Was machst du falsch? So, aber wie kann man jetzt gegen euch gut vorgehen? Mach nur so viel Schaden! Yes, let's kill the robots. Dass ich einfach dreimal angreift. Ja. Also, ein Roboter hat halt keine Ausdauer. Das ist aber viel zu... I want some dead, the robots. Why? Er ist runtergefallen. Gut, kill the other robot. Hallo, Grandi. Hi, Grandi. Du siehst, wir sind im Englischmodus. Du weißt, was das heißt. Wie sie an! Alter, wie weit geht denn dein scheiß Move? Fick dich doch, Mistvieh! Ey, wieso hast du dich jetzt? Ich hab dreimal X gedrückt, er hat sich nicht bewegt! Maybe ist der Ausdauer was leer? Ich hab doch gerade voll Ausdauer gehabt, als er mich getroffen hat. Da siehst du? Da, ich habe dreimal X gerade gedrückt, er hat nichts getan! It was very leer. Zur Ausdauer. Weißt, das war doch gerade voll, hast du gerade gesehen? Warren. Die Leiste ist voll! Da! Die Leiste ist voll! Renn doch einfach durch. Leiste war voll, ich hab dreimal X gedrückt, hat sich nicht bewegt. He wanted to punish you for the spam. Au. Karma. Karma ist nicht mehr da. Karma hat uns verlassen. Böser Karma. Warum die Roboter jetzt? Renn einfach durch, der wird wahrscheinlich eh nichts sein. Du kannst dich nicht anschleichen. Okay, das Schwert macht gar keinen Schaden. Mann! 100 Schaden macht eins und Sprung von dem. Manchmal war es so gut. Mann! Wie kann ich ihn denn zwei Drittel neben ziehen, fast ohne getroffen zu werden und dann trifft mich jeder Schlag? So wie es immer bei Souls-Spielen ist, bei so stärkeren Gegnern. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. So schlimm, Fragezeichen. Church, wann habe ich was verpasst? Nee, was habe ich verpasst? Wann hast du nur aufgehört zu gucken? Tod und Leid. Nee, also das Spiel geht eigentlich. Es hat eigentlich einen sehr moderaten Schwierigkeitsgrad, aber es hat halt dann immer mal so Spitzen. Bye. Mr. Payne fragt, kommt ihr nicht weiter? Ich habe so Rame gezwungen, sich an optionalen Mistviechern. Aber du hast ja gerade gesehen, dass die machbar sind. Ja, natürlich! Mann! Ich habe mich nicht beschwert, ich habe mich über mich selber aufgeregt, George. Das ist ein Unterschied. Oh, warte, das geht! Nat. Hm? Ja, man muss wahrscheinlich richtig blocken, ne? Immer die wichtige Richtung.
Nö, einfach blocken und dann kann ich den Konterangriff machen. Ja. Nein! Oh. Er hat das Intro gesehen, die Auswahl des Charakters miterlebt. Okay, da hast du verpasst. Alles hier ist vor die Hunde gegangen. Station irgendwie, alle sind wahnsinnig. Paar sind noch bei Sinnen. Wir haben eine Frau mit unserem langen Stab versorgt. Das ist klasse. Und sterben viel. Ja, ja. Ich beschwere mich über mich selbst, ja. Ich habe mich aufgeregt. Nein! Jetzt kam er nicht von der Seite, das meinst du? Nein, ich habe zu früh, ich habe aus dem geschlagen. Ich dachte, der Angriff kommt schon. Ja, das kann man doch machen. Ich habe mich beschwert, dass ich es erst gemacht habe und dann nachgelassen habe und immer gefragt. Ich habe immer treffen. Dreckiges Kack. Mist, Dreck. Onwards to number two. Hi. We will see, we will get the mighty power stab. Auf Electricity. Drohne? So. Komm, schlag zu. Nicht so. Nur einen scheiß Loot. Hier wissen wir noch nicht, worum es geht. Okay, da hinten ist ein Item. Natürlich! Because why the fuck not? Also wir wurden ja exoskelettet und sind dann aufgewacht hier und alles ist plötzlich vor die Hunde gegangen. Überall steht, dass dieses Resolve, also diese Heilung der Erde über irgendwas, was sie auf dem Planeten machen, dass das nicht die Lösung ist und alles ist böse. Ja, und jetzt kriegen wir halt so stückweise Hinweise, was hier passiert ist. Ja. Aber es ist halt, wie meistens in den Spielen dieser Art, dass die Story recht im Hintergrund steht. Und wir hatten schon eine schlechter geschriebene Romanze als in The Witcher. Churchkatze sind letztens wahnsinnig, weil sie Witcher aufgeregt. Warum das? Dass die Romanze mit Jen einem so aufgedrückt wird. Das liegt an den Büchern halt. Mechanisches Gegengewicht. Mhm. Da mehr war da nicht, wa? Nee, glaube nicht. Jetzt kannst du auch gehen. Andere kommt übrigens, ne? Vielleicht nicht. Okay, doch. Apropos Witcher, Netflix macht eine Serie. Ja, habe ich heute auch gesehen. Und zum Rahmen freudig gezeigt. Das können wir auf Nummer sicher zu gehen. Haben wir wirklich alles jetzt? Okay, wir haben wirklich alles. Wobei Netflix in letzter Zeit ein bisschen nachlässt, wie ich finde. Mit ihren eigenen Produktionen. Also mal sehen. Fickt euch! Wir sind Roboter, das können wir nicht. Doch könnt ihr, probiert's nur. Sadist. Bye, Bitches! Hi! Siehst du, jetzt haben wir das nämlich auch abgehakt. Letztendlich hast du jetzt rausgefunden, wie man die gut bekämpft und es war gar nicht so schwer. Und du kannst immer am Ende von The Search sagen, dass du alles gemacht hast und ich nichts. Das ist nämlich im Moment so ziemlich der Stand der Dinge.
schon Sachen gemacht. Ja, aber nichts Relevantes. Willkommen, Warren. Ich habe keine stärkeren Gegner besiegt. Keine Bosse. So ein Scheiß. Eigentlich bin ich nur viel gestorben. Ist auch was. Mechanische. Wuchtschaden, Schnittschaden, Stichschaden plus 15, Energieverbrauch 12. Vielleicht Waffen physischen Bonusschaden. Dieses Implantat ist für jeden Fabrikarbeiter von unschätzbarem Wert. Die sich selbst justierenden Gyroskope passen sich jeder Oberfläche an und verstärken so die taktile Krafteinwirkung. Umsichtige Mitarbeiter werden bis zur Entladung der Batterien in der Lage sein, große Lasten schneller und einfacher zu transportieren, als sie jemals zu träumen wagten. 12 ist natürlich happig. Energieverbrauch 12, ja. Aber 15 mehr Schaden, bei jedem Schaden. Naja, es ist halt so eine Injektion. Also jetzt, wenn wir es halt einnehmen, machen wir halt für eine gewisse Dauer so viel mehr, 15 mehr Schaden hat. Ist natürlich nicht schlecht. Können wir nehmen, wenn wir auf 35 sind. Dann packen wir es ins Implantar-Slot 7. Weil ich finde, das hier sollten wir schon noch, die Energiegewinnung ist momentan gar nicht mehr so schlecht. Ja. Hide ist wieder da. Hallo Hide. Hallo, Alkrin ist auch wieder da. Hallo Alkrin. So, haben wir wieder ausgepackt. Komm jederzeit wieder. Jojo, schon recht. So. Eklige Kackroboter. Haben wir jetzt hier alles? In dem vorderen Bereich glaube ich schon. Also zumindest alles, was wir momentan reinkommen. So. Da gerade zufällig nur das Audio-Log und weiter nichts. Ja. Und dann links. Da eine Tür, die will ich. Ja. Links komme ich her. Okay, dann also der normale Weg dort lang. Weil dort waren wir auch schon. Unten waren wir schon. Also glaube ich jetzt wirklich nur diesen Weg hier. Wie gejubelt, dass wir den Hammer haben. Hier bist du nicht einfach da. Du bist jemand. Jemand Wichtiges. Bei Creo geht es um euer Wohlergehen. Ach ja, ist auch das. Arm ab! Okay, Personal Arrival, Toxic Waste Disposal, Toxic Waste Maintenance, Material Depot and Outbound Station, Chemical Ventilation Tower, Conveyor Hub, Central Station, Recycling. Das hilft uns jetzt gerade viel. Was? Wenn ich denn jetzt eigentlich die Story des Spiels habe gelesen, soll ziemlich mau sein. Die ist bisher eigentlich eher weniger existent. Ja. Okay, also. Achso, du schießt gleich wieder? Nee. Was haben wir denn hier? Toll. Oh Gott. Ich wollte sagen, schießen da gerade zwei Typen? Robi, komm mal her. Ich mag nicht gegen die da kämpfen, die hat. Au! So. Adios. Vom Schwierigkeitsgrad her finden wir es sehr angenehm. Also es ist schwer und auch teilweise haben wir schon geschrien und gemeckert. Nein, ich hab mich geheilt. Merke, heilen im Moment des Todes führt nicht zur Wiederbelebung. Ich bin euch. Aber es gibt uns wieder das, was wir von einem Souls möchten. Ja. Im Gegensatz zu Nioh und Lords of the Fallen. Du musst überlegen, wir sind noch am Anfang des Spiels eigentlich. Und so oft, wie wir jetzt schon gestorben sind, sind wir bisher in unserem gesamten Spiel von Nioh nicht gestorben. Ja. Moment. Ja. Darunter. Jetzt rechts. Wieder rechts. Runter.
Nun. So viel dazu. Okay. Arsch. Kommt auch noch ein Vorsicht, hinter der Kiste ist gleich noch ein Hammertyp. Weg. Ja, geht er weg. Mann! Irgendwie lohnen sich aufgeladene Schläge so semi, finde ich. Ja. Die besten Einrichtungen gleich hat. Und was den Urlaub angeht, was, wenn ich euch sage, den gibt's hier jeden. Das war Wolverine, hier drüben. Hallo. Komm her. Na komm. Und Quatsch. So. Da ist entweder den Hauptgang oder hinter dir. Da vorne sind zumindest unsere ganzen Altmetalle. Ja. Ein Roboter, zwei Schießer, die beziehungsweise Hammertypen und ein Wolverine sind da noch. Au. Das geht gut. Was wolltest du probieren? Ich habe gerade die Tränke umgeschaltet und dann war ich irgendwie. Ach so. Ducken. Also da muss man sich ducken, ja? Ja. Naja, entweder je nachdem, ob er nach unten das macht oder nach oben. Aber der hat ja gerade jedes Mal noch. Drohne. Aha, zwei Schaden. Zweimal zwei. Ja. Das war jetzt halt unten wieder. Das versuche ich gar nicht erst. Was das sonst mal so lange, den Scheiß? Ich bin ja nicht dumm. Ich bin schließlich dafür da, um Menschen zu töten. Bzzzt. Und jetzt werde ich sie töten. So wie ich viele vor ihnen getötet habe. Wissen Sie, als ich schon eine kleine Mutter war, da wollte ich immer ein Killerroboter werden. Sie waren Mutter und das als Roboter. Ja, ja. Nicht das, was Sie denken. Menschliche Mütter brauche ich nicht. Ich war eine Mutter, Sie wissen schon, dieses Metallding. Das ist ungleich weniger Beeindruckend. Ich verliere unsere Dinge. Sie verlieren übrigens gerade Ihre Altmetalle. Bye bye, Altmetalle. Das meinte ich mit Dinge. Dann sprechen Sie doch Altmetalle aus. Ich repariere mich gerade. Warten Sie bitte kurz. Hier kommt mein Laserangriff. Au. Ernervt. Ja, was ist ein Gefechter mit Killerroboter? Grandi ist wieder weg. Bye, Grandi. Es gibt ein Implantat, mit dem könnt ihr Energie in Leben umwandeln. Habt ihr das zufällig? Haben wir schon ausgerüstet. Ja. So. Als ich schon eine kleine Mutter war, haben die da nicht so eine Sendung für RTL? Bei RTL für. Wahrscheinlich. Machen wir es so. Ich werde dich verfetzen. Ich werde dich in Stücke reißen. Ich werde... Was tust du da? I approve. Fred, ja, Bob, sollen wir feuern? Ja! Ha, wir haben getroffen. Fred, weiterschießen. Ah! Clever Bastard. Feuer, Bob, Feuer! Okay, Bob, ich gehe in Nahkampf. Au, er trifft mich. Bob, hilft mir. Oh, ich mach ihn so gleich platt. Keine Sorge, Fred, ich helfe dir. Warte, ich überlege noch. Was, du hast Bob getötet? Fred getötet, du Schwein. Ich, Bob, werde dich jetzt töten. Pass auf, ich gehe hier mit der Waffe hin. Mann! Pass auf, so. Und jetzt piu, piu, piu. Aha, ich hab dich voll erwischt. So, jetzt werde ich dich im Nahkampf platt machen, so war mein Name Bob ist. Aua! So starren Bob und Fred. I don't like the Bobs.
Und Fritz. We have to quit in a few minutes. No. Yes. No. We don't let the Ersteindruck-Podcast fall aus again. Fall aus again. Hashtag Bob loben. Nein! Bob kritisieren. Bob war toll. Bob schlagen. Ja, du hast ihn ja getötet. Ach, hier sind wir. Glaube ich, oder? Oh. Kleiner Hightech-Schrotthaufen. Sehr schön. Dieser Gang kommt mir bekannt vor. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Ja. I believe. I remember. Ja, das ist das, was wir für Evinas Raum gehalten haben. Genau. Okay, also haben wir theoretisch hierhin auch eine Abkürzung. Klatsch. I like the hammer a lot. Yes. Okay, dann... Oh, guck mal. Ein Item. Und hier war ja vorhin, wo ich dann auch noch verzweifelt die Abkürzung gesucht habe. Ach, was ist das? Frage wie Rüstung. Verdammt. Egal. Hatten wir eine Nachricht? Nö. Ja, erst lässt Ferguson uns sitzen und dann sind wir wieder beste Kumpels zur Party. Der kann sich ficken. Hör dir den Scheiß an. Hey Leute, wie ihr wisst, ist nächste Woche mein Geburtstag. Was glaubt ihr, wer er ist nach all dem, was er abgezogen hat? Es gibt massig Kuchen, tschüss, das bringt jede Menge Hunger zum Pausenraum 12. Hoffe, der erstickt. Erst die Drohnen, dann John und jetzt unser Lohn. Der Wichser hat eine Schraube locker, wenn er glaubt, das ist vergeben und vergessen. Und irgendwann schnapp ich mir meine Werkzeugkiste und zieh sie ihm fest, das sage ich. Hast du hinten gerade Schaden bekommen? Ja. Aber... Hinter, da, geradeaus links, hinter den Gitter. Ah. Ah. Mädel. Ich habe dir gerade voll in den Rücken geschossen. War das nicht toll? Oh. Menno. Hallo, ich bin ein Killerroboter. Ich werde Sie nicht töten. Bitte hören Sie auf, sich zu wehren. Das macht es uns beiden sehr viel leichter. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten. Ich kann Sie in eine Stase gefangen halten, wo Sie langsam ersticken und verhungern. Ich kann Sie pulverisieren. Da ist die Stase. Oder ich kann Sie in 1000 kleine Stücke schneiden. Oder, mein Favorit, ich werde Sie lebendig verbrennen. Ich repariere mich. Nein, ich verbrenne jetzt. Und da kommt mein Laserstrahl. Nehmen Sie dies. Aua. Ich habe Schmerzen. Unglaubliche Schmerzen. Warum tun Sie dies mir an? Ich versuche doch nur meiner Programmierung zu folgen. Oh, ich bin doch gleich tot. Programmierung zu folgen. Piep. So, alle shoppen auf. Ach hier. Ah doch. Aha, Item. Dem geht's gut. Taktiler Omni-Boost. Hallo, Ark. So entwickelt sich Ark also in der Zukunft. Sind wir hier bei mir, so Ramen? Vielleicht. Oh, diese geilen Beine. Ich liebe Roboterbeine. Sexy. Du. So, da geht's auch nicht schon weiter. Ach da. Hier sind wir. Bam. Hier war der Lift. Wo hat denn der nochmal hingeführt? Das ist ein Gang, oder? Ich glaube, ich schau dich mal erstmal unten um. Will ich jetzt mal sagen. Ich glaube, über diesen oberen Gang bin ich früher oder später irgendwann zur Abkürzung gekommen. Ja. Ach, da unten ist das eine Monsterviech, glaube ich, war. Junge Gen. Hast du gerade schon wieder meinen Sohn getötet da oben? Long time no see. Yep. Ach, da war noch so eine. Piep,
Au, ich möchte nicht Ihnen wehtun, aber wenn Sie sich hier aufhalten, werde ich meiner Programmierung Folge leisten und Sie stückchenhaft in Scheiben schneiden. Oder in Flammen setzen, das ist auch möglich. Sie sind Flamme-approved, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ha, ich bin Targaryen. Nicht gedacht, dass die so lange durchhalten. Tja. Haben die auch denn Zukunftsdrachen? So Drachen mit Laserstrahlen und so weiter? Das werden wir hier erfahren. Jetzt, wo wir wissen, dass sie ein Targaryen sind. Wahrscheinlich benutzen wir gerade den Hammer von Khal Drogo. Er benutzt keine Hämmer. Ist genauso brutal, als ob er extra ein Schwert benutzen würde. Glänzende Münze. Ja, ja. Du bist immer nicht sofort tot, nachdem er dich einmal getroffen hat. Zock ihm 3. Ja, wir haben ja schon bereits gelernt, du musst sein hinteres Mini-Beinchen treffen oder sowas. Das macht sehr viel mehr Schaden als bei der Frontal. Er will mich umvisieren. Jetzt schlag mal zu! Du bist doch nicht mehr vor! Naja, aber er trifft ja immer das, was anvisiert ist. Das ist ja so. Das haben wir ja schon festgestellt. So, ja, schon. Oh, ist zusammengeklappt. Kurzzeitig. Gut, am Bein zocken wir dabei. Das ist gar nicht so schlimm, aber die eingeheißt. Gut. Du hast keine Ausdauer. Okay. Kannst du irgendwas anderes analysieren? Kann die unterschiedlichen Beine analysieren. Ah! Da, wo das Eis rauskommt, die klappen, wenn die aufgehen. Ja, aber ich kann ja nicht zuschlagen. Du hast da einmal 54 Schaden gemacht. Und ich glaube, wenn du die kleinen Beinchen angreifst, dann sackt er so in sich zusammen. Ja. Wo kannst du denn besser treffen? 2, 2, 2. Oh yeah. Klappe, geh auf. Du kannst die Klappe auch direkt angreifen. Weg. Noch nicht, doch, okay. Aus da. Oh, ich bin irgendwie verwirrt. Was soll ich tun? Jawohl! Ja, ah, komm schon! Ja! Jawohl! I did beat you! Siehst du? Hast du was erreicht? Oh. Sehr gut. Oh, was gibt? Eigentlich voll lustig, wenn man erstmal weiß, dass man eigentlich nur glänzende Münze. Okay, was machen diese glänzenden Münzen? Schauen wir mal im Inventar nach. I don't know. Inventar? Nee. Ausgehen? Zerstörte Teile? Nee. Ah. Da. Die Münze ist schwer und auf beiden Seiten geprägt mit dem wohlbekannten Motiv von Iron Mouse. Das kann nicht einfach nur ein Überbleibsel aus vergangenen Tagen sein. Quest-Gegenstände. Sehr gut. Die brauchen wir also noch. Okay. So, was hat jetzt der Typ bewacht dahinter? Der hat hier nur gearbeitet. Das schlagt diesen Teil hier. Geht nicht. Der hat hier nur gearbeitet. Da jetzt arbeitet er nicht mehr. Bin arbeitslos gemacht. Qualm. Ey, auf rumzufeuern. So, dann jetzt links. Und auf dieser Seite war ich ja auch schon mal. Ach. Ach so. Hüpf. Gut. So, auf dieser Seite war ich ja schon mal. Ich bin ja durch diese Tür da hinten hindurchgekommen. Hi. Hallo. Hallo. Ich hab deinen Papa besiegt. Ich würde mir das überlegen. Ich bin der Kinderroboter. Töte jeden Tag. Ist das einfach egal, was ich sage? Hallo, hallo. Sie werden jetzt gleich sterben. Hallo, hallo. Ich werde sie verschlagen. Oh, verschlagen? Der Kampf war irgendwie wenig beeindruckend, schreibt Alkin. Aber anstrengend. Frontal kommt gleich einer mit Piu Piu und um die Ecke ist ein Roboter. Da warst du da auch schon?
Also gerade zum Beispiel, und da bin ich auf die andere Seite hergekommen. Ich schau doch mal in den Gang rein, links. Was da noch alles war. Genau, hier war dieser Fahrstuhl. Ich glaube, oben war auch noch was. Ah! Oh, naja. Schau dich erstmal oben um. Er hat mich gefangen. Hier könnt ihr Heil-Items aufladen. Wie hast du denn gerade? Okay. Hatte noch zwei, glaube ich. Genau, hier waren die Viecher und da konnte ich ja diese Brücken umändern hier vom Recycler-Ding. Oh, anvisieren. Das ja, jetzt ist es zu spät. Weißt ja, man muss es erstmal kaputt hauen. Oh, irgendwas reißt du ab? Vielleicht was. So, was fehlt uns noch bei denen? Brust. Ja. Ja, Brust. Glaube ich was. Au. Jetzt tun wir ganz lang aus. Jetzt bin ich nicht mehr gewöhnt, dass jemand was aussieht. Au. Mal. Oh! Scar-Brustmodul! Ich glaube, das haben wir alles sonst der Scar-Brüstung. Weil ich glaube, es war Kopf hatten wir schon, Arm hatten wir, Bein hatten wir und Brust haben wir. Jupp, wir haben alles. Waffe hat er das Ding nicht direkt. So. Können wir mal gucken. Genau, die ganze Brücke. Da, das haben wir noch nicht gemacht, wo es hier hinlang geht. Nee, wo war das? Oben im Lift. Ja, hier haben wir eine Tür. Achso, hier haben wir eine Tür aufgemacht, stimmt. Welche wissen wir allerdings nicht. So war das genau. Genau, hier kann ich. Irgendwas kannst du hier machen, du kannst irgendwas verändern. Achtung! Neuzuweisung der Aufträge für die Schmelzroboter bestätigt. Oh oh. Was machen die Schmelzroboter jetzt? Schmelzmaschine neu zugewiesen. Ah, die Tür geht jetzt auf. Stützungsklinge 2. Ah! Ah, very nice. Sehr gut. Okay. Dann hier geradeaus. Dann hier oben. Na, wir haben diese orangenen Brücken. Ja, bitte. Was schreien sie denn so? Das bringt doch eh nichts. Sie sehen doch, sie sind eh tot. Platsch. Danke dafür. Das war nichts weiter, nee, nee. Dann kannst du jetzt hier wieder runtergehen halt. Da noch wieder rüber. Kann mal passieren, wenn ich jetzt hier zurückgehe, ist da aber nichts, oder? Na, ist ja derselbe Weg, wo du gerade herkommst. Ach so. Dachte, hier kann man nicht rüber. Na, okay. Haben wir das schon mal gerundgangt? Ich überleg gerade noch, wo waren wir jetzt noch nicht? Wo geht's jetzt lang? Kannst du da unten jetzt noch weiter? Ja, was war das hier? Ach nee. Nicht. Da war ich schon drin. Warte, wo links, wo kommst du da her? Das war jetzt der Gang mit den. Achso, mit den ganz vielen Türen. Genau, okay, okay. Geh wieder zurück. Ach, guck mal! Nee. Oh, was ist das? Ah! Kinästhetischer Verstärker. Sehr schön. Ach, guck mal. Nee, oder? Nee. Na wohl. Ja, also war noch. Meinst du? Das sieht aus wie eine Plattform. Für 10.000 würde ich ungern runterspringen. Hm. Und hier war ja aber auch nur. Das war dit. Warte mal, ich war ja oben nochmal die Steuerung drücken. Oh Gott, was leuchtet denn jetzt so hell? Da war es schon vorher. Ja, aber schon. War schon vorher, okay. Also ich kann ja oben die Steuerung nochmal drücken. Das ist ja ich. Gift. Ah, warte mal. Geht's da noch weiter? Also wie gesagt, da ist noch der Lasertyp jetzt um die Ecke ist noch. Genau. Das war Mr. Lasertyp. Und um die Ecke wartet noch so ein Roboter. Kommen Sie bitte mit. Okay.
Nö. Fast hättest du mich gehabt, aber ich baller lieber. Oh, na gut, okay, ich gehe doch über Nahkampf. Au! Aua! Au, au! Oh nein! So. Oh. Hallo! Hi! Hi! Hier war noch irgendwo ein Wolverine. Da geht's hoch. Da war Wolverine. Nun, okay. Bye bye. Gut. Ach, das war diese endlos lange Treppe, die ich runtergelatscht bin. Warst du hier oben schon? Du, so langsam bin ich auch überfragt. Den Typen habe ich schon besiegt gehabt. Glaub, oder? Au. Au. Der hat gesessen. Bye. Dann halt erstmal dich. So. Sorry, ich bin kurz runtergefallen, da bin ich wieder. Macht gar nichts. Hey, wie ist mein Kollege in Flammen? Aha! Nun. Heil! Okay, keinen Schaden bekommen. Wie geht's ab? Er geht zu seiner Laserwaffe da rum. Hallo, ich stehe hier weiter. Ah, Feuer! Piu, piu, piu! Ich kann auch immer feuern! Piu, piu, piu! Aua! Au! Das war ganz gut, dass sie das gemacht haben. Mist. So. Alkrin ist weg, Starcraft spielen. Adieu, Alkrin! Und Hide schreibt, Giftmüllentsorgung ist richtig. Lach. Ja, ja. Achso, das war der Gang, weil er halt dann da, ja, da, rechts, wieder zurück. Nein, geh wieder in seinen Raum. Aber wenn ich erstmal das Level machen? Ey, du kannst ja so umschauen. Ja, dann sterbe ich. Ja, sonst stirbst du aber auch, wir müssen wieder alles von vorne machen. Also wenn du jetzt da zum Medibay gehst, dann stirbst du nicht, aber du musst halt wieder alle neue Gegner töten. Dass wir erstmal rausfinden, wo wir zur Hölle lang müssen. So, da ist das Ding. Hier ist nichts. Rechts. Was sind wir hier? Das ist ein Rundgang. Das war jetzt also nur so. Okay, ist das nur für die Abkürzung da? Scheint so. Was war bei dem langen Gang, wo wir die ganzen Viecher gekillt hatten? Die zwei Lasertypen plus Roboter und so weiter. War da irgendwas? Das hat ja auch nur wieder zu dem Gang mit den vielen Türen. Das war ja Abkürzung zum Gang mit den vielen Türen. Ach ja, das war ja Abkürzung. Fuck, ey, wir haben jetzt irgendeinen Scheißgang. Okay, ist jetzt vielleicht die Tür unten offen? Ich denke, hier sind auch viele Gegner, ne? Naja, sonst hätte ich jetzt halt noch gesagt, die Brückensteuerung nochmal umstellen, gucken, wo dann Brücken sind. Naja, ja, das kannst du auch noch runter. Ich glaube, du hast eh alles getötet, außer die jetzt noch hier unten warten. Nee, halt. Waren wir schon mal? Ist das gar nicht der Gang? Ist ja nicht der Gang mit den vielen Treppen. Hier war noch gar nicht. Mann, ach ey. Einer steht direkt vor ihm und er nimmt den anderen. Und visiert dann auch nicht um. So. Ja, komm. Bye! Bye. Ich halte mich. Oh Gott, Flammen. Irgendwo an dem Torbogen geht es direkt nach links. Das übersieht man schnell. Ist auch schlecht zu erklären, wo genau. Hier waren wir auf jeden Fall, glaube ich, noch nicht. Ja, guck mal, da können wir was überlasten. Das müssen wir machen. Na, ganz kurz. Da offenbar. Da gibt es einen Aufzug. Kannst du den aktivieren schon? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Da müssen wir bestimmt die Überlastung da machen. Hier noch ein Item. Nano-Energiezelle V1.
So, okay, jetzt du. So. Keine Tränke mehr. Aber auch keine Gegner mehr. Ja. Überladen! Oh, meine Fresse. So, was haben wir jetzt damit aktiviert? Da drüben wahrscheinlich, ne? Fahrstuhl, naja. Ist hier oben noch was? Nee. Schauen wir nochmal rechts. Da hat auch nichts. Noch gerade hinter diesem Ding da. Wenn das nicht explodiert wäre. Ja. Ich hatte auch gerade den Gedanken. Gerne mal diese Tür öffnen. Anscheinend nicht. Ja, die sieht auch sehr stabil aus. Ja, ja. Stabil als dieses andere komische dünne Eisengitter, was wir zerstört hatten. Okay, dann jetzt mit dem Fahrstuhl. Wo führt das jetzt hin? Oder ist das auch nur eine Abkürzung? Hey, du. Yo. Hier drüben. I don't trust you. Nur nicht schüchtern. I don't trust you, ja. Schau nach oben. Es ist ein bisschen ungünstig, dass das Gift wegblendet. Ja. Ja, aber das... Aber anscheinend müssen wir da lang? Ich weiß es nicht, aber dann würde ich jetzt eigentlich schon doch gerne ein Level noch nutzen, oder? Das sind zwei Level. Ja, und es sind ein paar Gegner. Ja, ja. Also jetzt merken wir uns den Weg mal. Also von hier nach oben. So. Was ist der schnellste Weg jetzt? Hier hoch, ne? Ja. Ja, ja, genau. Hier hoch. Jetzt kommen wir hier irgendwo wieder zum... Jetzt rechts. Genau. Dann jetzt wieder hier rechts. Ja, guck mal, es ist ja so von der Gegend her kein Problem. Das ist schon anstrengend fürs Gehirn. Mann. Bin ich hier einfach falsch? Und hinter mir, das habe ich mittlerweile mit. Tür oder öffne dich? Schön, dich zu sehen. Danke. Yo. Warte mal, wie sind eigentlich diese Rüstungen hier nochmal so aus Interesse? Wupp, wupp. Das ist Rhino. Das da. 7 Rüstung, also. Energieverbrauch Drohne plus 50%. Nee, hä? Das ist doch aber schlecht. Das ist auch schlecht, ja. Was dir sagt die Rüstung? Braucht er keine Leistung? 7. Ausdauerverbrauch nächste Tag 15. Sprint plus 10%, Ausweichen plus 10%. Plus 15% Angriffskraft und plus 2 Angriffsgeschwindigkeit. Das ist halt ziemlich krass. Ist halt ein bisschen leichter als die Rhino-Rüstung, aber ist besser gepanzert als unsere Dings-Rüstung. Ja. Aber wir haben nicht genug Extra. Wir haben nichts MK1. Doch, ja, gut, Kopf dann könnten wir machen, Rüstung könnten wir nicht machen. Und was Bein und... Ja. Bein und Arm können wir beide helfen. Jetzt noch nicht bauen, oder? Ohne den Set-Bonus. Wir bräuchten halt jetzt noch irgendwie ein bisschen MK1 Exo-Rüstung. Ja. Dann könnten wir das machen. Dann bringen wir unsere Kernleistung einfach höher. So, 34. Und klar. Nehmen noch ein paar Quetschdinger, haben wir 35. Achso. Ah, das ist schon gelagert. So. Ja, nehmen wir ein paar Quetschdinger. 5000. Wir brauchen. Also 3000 müssen wir noch zusammenbekommen. Oh, 2 davon. Ja. Und reicht das jetzt auch? Nicht, dass jetzt keiner drüber ist. Nein! 200! Das kleinste Ding brauchen wir nochmal. Nur die 16er, oder? 5er. So. Und wir haben einen weiteren Slot frei. Ja. Kannst du Implantate mal gucken? Können wir nämlich jetzt da
das Ding reinmachen, dass halt, wenn wir die Injektionen haben. Oh, was ist das da? Das Orangene. Taktiler Omnibooster braucht Kernleistung einhändig plus 2, Stab plus 2, zweihändig plus 2. Verbessert die Waffenkenntnis über Stäbe, einhändige und zweihändige Waffen. Dieses komplexe technologische Meisterwerk steigert das Feingefühl und die Reaktionsgeschwindigkeit bei Bewegung durch eine Energiestimulanz im Kleinhirn. Bei Zittern, Schwindel oder Verlust des Gleichgewichts ist die Anwendung umgehend abzubrechen. Ein Fehlerbericht kann bei der Mitarbeiter-Service-Abteilung eingereicht werden. Sehr schön. Was ist das oberste? Also ganz hoch und dann rechts? Ja, maximal Energie. Hoch, hoch, rechts. Ach, einzig montiert, beidseitig montiert. Okay. Energiegewinnung. Nochmal plus 20%, was wir auch schon haben. Dann werden jetzt gesagt, das ist das Grüne halt da, also links runter. Ja, aber das können wir doch nicht. Doch. Es braucht 12 Energie. Hä? Verbraucht Kernleistung 2. Energieverbrauch ist, dass wir 12 Energie benutzen müssen. Das ist eine Ejektion. Ah, okay. Verbraucht. So. Ja, schon mal. So. Guck mal, wenn du jetzt mal zur Seite drückst, in den Richtungstasten. Ja, guck mal. Das ist das Highlight, glaube ich, oder? Das und das. Ah, nee, das ist das, dass wir stärker sind. Brauchen wir gar nicht so viel. Das ist unsere normale Heilung. Und das ist die Elektroheilung. Ja. So. Kann mal praktisch werden, ja. Aber dann würde ich sagen, wir haben nächstes Mal keinen Plan, wo lang müssen. Doch, ich glaube, in den roten Gang, links und dann... Meinst du? Ja. Ja. Kommt drauf an, wann das nächste Mal ist. Dann überlegen. Gib mir mal Handy, bitte. Wenn wir einmal kurz schauen... So, ich muss jetzt morgen Freitag, Samstag, Montag, nächste Woche Montag ist ja das Kino-Ding. Ja. Dann hätte ich am, ja, nächste Woche Mittwoch wieder frei. Na dann. Dann kommt der Vatertag, Freitag arbeiten, Samstag arbeiten, Sonntag arbeiten. Ja. Gut, ja, dann geht es nächste Woche Mittwoch weiter. Ja. Entweder mit Prey. Ich werde mal gucken, ob ich bis dahin noch eine Lösung für das Rumgeruckel finde. Ja. Wenn man es gesehen hat, Search ist ja kein Problem, selbst wenn wir ein bisschen schnellere Kämpfe sind. Ja. Naja, bei PlayStation ist eh kein Problem, ist nur PC. Tja. Ja. Ja, oder mit The Search, was mit jetzt immer noch 24 Zuschauern mal ganz gut ankommt. In seiner Lösung will ich weitermachen. Ja, also macht sehr viel Spaß. Wie spät haben wir es jetzt? 22 Uhr. Ja. Eigentlich ist jetzt schon zu spät zum Podcast. Ja. Naja, gut. Werden wir sehen, ob wir jetzt noch einen Podcast machen oder nicht. Aber in jedem Fall muss jetzt hier Schluss sein mit Spielen. Ja. Und ja, dann sehen wir uns in jedem Fall nächste Woche Mittwoch wieder. Ja. Und ja, hoffentlich hat es euch auch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen an alle, die dabei waren. Egal, ob von Anfang an oder noch ganz kurz vor Schluss. Insgesamt kann man sagen, es macht uns Spaß. Ja. Auf jeden Fall mehr Spaß als Neo oder Mass Effect, also macht mir jetzt gerade so. Ja. Ungefähr gleich viel wie mit Horizon. Prey, ja, mir macht es schon sogar ein bisschen mehr Spaß als Horizon. Weil es was anderes ist halt, ne? Ja. Ja, und weil es halt Souls-mäßig ist. Ja, das stimmt. Ja, und es ist wirklich ein schönes Souls. Also man könnte daraus fast einen richtigen Wettbewerb hier machen. Dann würde es nämlich 1-0 für mich stehen. Aber komm, du musst sagen, wir sterben hier sehr oft. Ja, das stimmt. Also theoretisch kann man daraus einen Wettbewerb machen. Ja, aber halt, Spielzeit ja, ist ohne, nicht. Nein, ohne Spielzeit, aber halt die Bosse. Das heißt also, seht es ja als kleinen Wettbewerb an. Ich führe 1-0. Wir werden sowieso immer mitzählen, wenn es so eine Art Spiel ist. Natürlich. Aber ich werde nur den Zuschauern jetzt schon mal so ermitteln, ne? Also ja. 1-0. Und dann werden wir sehen beim nächsten Mal, ob wir denn mal beim zweiten Boss ankommen. Ja. Nachdem wir schon so lange spielen jetzt. Die Gebiete sind doch recht groß. Und was wir noch alles an schönen Materialien und so weiter finden. Und ja. Ansonsten habt noch eine schöne Nacht. Und wenn ihr auf YouTube schaut, habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Tag. Schaut gerne bei unserem anderen Projekt noch rein, bei Graumen Gaming oder bei Graumen Entertainment. Wenn ihr mehr Lust auf Quasseln habt, dann Graumen Entertainment. Und dann würde ich sagen, schlaft gut alle miteinander.
Einen wunderschönen Abend euch noch. Bis zum nächsten Mal. Euer The Ramen. Und euer Ton. Ciao.